Fotografen auf einem abenteuerlichen Roadtrip durch Nordnorwegen. Schroffe Berge, zerklüftete Inseln, tiefe Fjorde. Perfekte Bedingungen für Team Haugland. Ich selber war schon öfter in Norwegen, aber in den nächsten Tagen bereisen wir auch Regionen, in denen ich selbst noch nicht war und selber noch nicht fotografiert habe. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich war auch noch nie im Herbst hier, beziehungsweise Spätsommer. Ich bin sehr gespannt, wie die Färbung jetzt hier nördlich des Polarkreises schon vorangeschritten ist. Was ich von dem Trip erwarte, sind auf jeden Fall krasse Landschaften, krasse Wetterbedingungen, verrückte Situationen und ein lustiges Beisammensein mit den Kollegen. Ich bin echt gespannt, wie das wird und vor allem das Dramatische, was diese Landschaft und diese Insel mit sich bringt. Da freue ich mich schon sehr drauf und ich glaube, das gibt sehr epische Bilder. Wir starten am Flughafen in Hastad-Narvik, fahren dann mit dem Auto Richtung Tromsø nach Senja, das ist eine Insel, und von Senja fahren wir dann mit der Fähre nach Andøya bzw. auf die Vesteraalen und von dort aus dann weiter auf die Lofoten zum Ursprungsort von Haugland. Wir sind ja nachts nach Senja gefahren, knapp 3 Stunden, und haben dann geschlafen, sind am nächsten Morgen aufgewacht und haben das erste Mal die Landschaft sehen können. Windig, schön. Boah, das ist runtergefallen. Ja, mein erster Eindruck von Senja war auf jeden Fall kälter wie erwartet. Also es ist ja immer noch Sommer eigentlich und ich dachte nicht, dass es schon so kalt ist tatsächlich. Am ersten Tag hatten wir auf jeden Fall wettertechnisch schon mal einen sehr anspruchsvollen Einstieg, ja, mit Regen. Wir sind trotzdem direkt losgefahren zu unserem ersten Spot. Wir werden erstmal so ein bisschen um die Insel fahren, so ein bisschen uns Sachen angucken und schauen, was wir tatsächlich machen können, weil eine Sekunde regnet es, in der anderen Sekunde regnet es nicht, dann regnet es wieder richtig krass und der Wind ist heute auch sehr, sehr stark. Also ich glaube, das wird recht cool und dramatisch heute. So hoch oben war ich noch nie und ja, die Landschaft kennt man von vielen Bildern, von vielen Aufnahmen. Jetzt ist endlich mal live mit eigenen Augen zu sehen. Da freue ich mich drauf, bin sehr gespannt und vielleicht ist schon der ein oder andere Shot heute dabei. Bei der ersten Location waren wir an einem superschönen Strand, ähnlich wie der Karibik von der Sandfarbe her. Und es hatte schöne Muster im Sand drin. Wir haben direkt angehalten hier an dem wunderbaren Strand und schauen jetzt mal so nach ein bisschen schönen Motiven. Hier steht Schwimmbereich. Also hier kann man scheinbar schwimmen. Bisschen frisch, aktuell. Es war ziemlich kalt. Ich hätte nicht gedacht, dass es um diese Jahreszeit schon so frisch ist. Wahrscheinlich lag es auch an dem Wind. Ich denke mal, es waren so um die 7 Grad. Aber weil der Wind ziemlich steif war und dazu es immer mal wieder geregnet hatte, war es doch schon sehr, sehr, sehr frisch, sodass ich direkt von Anfang an eigentlich Handschuhe anhatte. Und währenddessen in Deutschland 26, 27 Grad. Meine Frau hat mir Nachrichten geschickt, ey, wir sind heute gerade am See, was macht ihr? Ich habe gerade Handschuhe an und es regnet und es ist richtig kalt. Voll krass der Unterschied. Hinter mir seht ihr diese krassen Felsen. Das sieht echt unglaublich aus und mit Licht-Schattenspiel, was jetzt mit dem bewölkten Himmel der Fall ist, gibt es ganz coole Strukturen. Ja, ich gehe jetzt mal mit dem Teleobjektiv auf die Suche nach coolen Motiven. Ich glaube, es wird spannend zu beobachten, wie jeder von uns an den gleichen Locations anders fotografiert und andere Bilder mitnimmt. Ja, selbst als Profifotograf musst du dich natürlich aufwärmen, wie es ein Profisportler auch macht. Die Fußballspieler, die sind vor dem Anpfiff auch im Stadion und kicken schon ein bisschen, werden warm, dass das dann ab Anpfiff auch gut läuft. Und so ist es beim Fotografieren auch. Du musst ein bisschen reinkommen, du musst in den Flow finden. Und kleiner Tipp ist da, erstmal, bevor du hier wirklich das große Equipment auspackst, durchs Handy zu schauen, ja, so ein paar Perspektiven schauen, hoch, runter, nah, ranzoomen, weitwinklig. Das hilft dann schon oft, um zu sehen, hey, das könnte sich lohnen. Und dann wird die Kamera ausgepackt. Schauen wir mal. Ich bin der Christoph, ich bin Coach für Bildbearbeitung und Fotografie und komme aus dem wunderschönen Nürnberg.
ich liebe es einfach zu fotografieren. Also dieses Auslöserdrücken, das ist für mich einfach das Größte auf der Welt. Ich will mich da gar nicht so festlegen, ob ich jetzt lieber Landschaften oder Städte, Reisen, People oder sonst irgendwas. Ich mache das, worauf ich Bock habe gerade, was gerade Spaß macht. Und ja, so entwickelt sich das auch in die verschiedensten Richtungen dann weiter. Wir sind alle ein bisschen getrennt. Jeder fotografiert so sein Teil, das, was ihn interessiert. Wir haben alle eine GoPro dabei, mit der wir hier gerade filmen auch. Und nehmen euch so ein bisschen Vlog-mäßig mit. Gerade wenn es mit dem Licht nicht immer ganz so gut klappt, hilft es oft, wenn man sich natürliche Rahmen sucht. Und hier haben wir jetzt gerade einen schönen mit einem Baum, Bäumchen, paar Büschen. Und dadurch, wenn man hier eine relativ lange Brennweite nutzt, kann man noch schön hinten die Bergsilhouette sehen. Das Gute ist, wir sind auch zu zweit oder mit mehreren Leuten unterwegs. Und das ist immer so ein kleiner Vorteil, wenn man mit mehreren unterwegs ist. Ich nehme jetzt Ludwig und dann filmen wir mal und stelle ihn hier hin. Dann haben wir noch so einen kleinen Referenzpunkt. Und ich glaube, das könnte ganz cool aussehen. Vor allem mit der gelben Haugland noch dazu. Super. Am Strand habe ich noch super Strukturen entdeckt am Boden, wo man auch ein bisschen Führungslinien für die schönen Berghintergründe suchen kann. Ich habe es gerade noch so geschafft, eine Langzeitbelichtung zu machen. Von diesem Wasserfall da hinten, zusammen mit diesem kleinen Häuschen. Jetzt fängt es an zu regnen. Das heißt, ich muss die ganzen Filter wieder einpacken, weil jetzt die ganzen Regentropfen da drauf natürlich fürs Foto in der Langzeitbelichtung nicht so gut sind. So ist es. Eine Sekunde auf die andere. Scheiße, ja, jetzt fängt es regnen an. Aber wir haben die Shots im Kasten. Richtiger Tourist bist du, ey. Ja, jetzt müssen wir den Regen ein bisschen aussitzen, aber da hinten sieht es schon wieder ganz gut aus. Die Herausforderung am ersten Spot war definitiv das Wetter. Ein Auf und Ab mit Regen und Regenstopps und Wind. Hier direkt neben der Straße ist so ein richtig nicer Wasserfall. Nur die Stromleitung sieht ein bisschen blöd aus, aber ich guck mal, ob ich da hochlaufen kann und vielleicht die Stromleitung nicht im Bild habe. Dann habe ich den Weg so ein bisschen erkundet. Und ja, mich auch ordentlich auf die Fresse gepackt. Schön hingefallen, ja, in den Matsch rein, mit der laufenden Kamera, aber gehört dazu. Bisschen umgeknickt, aber das ist natürlich immer schön am ersten Tag erstmal schön hinpacken. Hier sind die Herbstfarben sehr schön bei diesen kleinen Bäumchen. Das sieht echt top aus. Ja, im ersten Spot mit dem Strand war es eigentlich ganz schön, dass hinten dran noch so ein kleiner Bach runterkam. Da konnte man ein paar kurze Langzeitbelichtungen machen, bevor dann wirklich der Wolkenbruch kam und wir ins Auto geflüchtet sind. Aber da sind schon ein paar schöne erste Shots entstanden. Jetzt geht's zu diesem epischen Bergpanorama. Wir haben es vorhin vom Strand schon gesehen. Jetzt sind wir noch mal näher dran und hier klatscht das Meer schön auf so eine Steine. Ich glaube, das wird richtig gut mit Vordergrund und Hintergrund und es regnet gerade auch nicht. Also, let's go. Ja, man sieht hier überall Felsen mit schönen Linien drin. Mein Name ist Lukas Vögelin. Ich komme aus der Schweiz, aus Basel und ich bin Landschaftsfotograf. Ich mag am liebsten Bilder mit einem sehr präsenten Vordergrund, wo etwas passiert, wo der Blick geleitet wird. Und was ich auch mag, sind Farben. Nicht zu viel, aber so in gutem Maß. Das ist eigentlich schon etwas, was meinem Stil entspricht. Und Linien ist etwas, was ich immer wieder suche für meine Bilder.
und das kann man hier super einbauen. Also wenn du an einer Location ankommst und solche Linien hast, versuch es einzubauen und deinem Bild mehr Schwung zu geben, mehr Tiefe zu geben, mehr Verbindung zu geben. Wir haben überall so kleine Pools hier mit Spiegelungen. Da hatte ich gerade schon Ludwig hier einmal hin platziert. Schaut mega aus, gerade wenn man relativ nah. Ich zeig das dir mal, ich muss bloß aufpassen, das ist ultra rutschig. Mich hat gerade hier schon was richtig auf die Fresse gelegt. Wenn man hier nah runter geht, jetzt ist gerade ein bisschen windig, aber wenn man hier nah genug rangeht, dann hat man hier wirklich eine 1A Spiegelung. Und mit dem Himmel da noch dazu, das sieht schon geil aus. Da toben wir uns jetzt ein bisschen aus. War sehr, sehr imposant, dort zu fotografieren. Und die Wassermassen hatten schon eine ganz schöne Kraft. Das Wasser war zwar einiges weg, also einige Meter weit entfernt, aber wenn man da einen falschen Schritt macht und ins Wasser reinfällt, das willst du nicht. Man muss hier extrem aufpassen. Es ist super rutschig hier unten. Das ist alles wie hier Schmierseife. Und wenn du einen Schritt falsch machst, da unten hin, dann bist du weg. Es ist A, richtig kalt und B, richtig, richtig stark und zieht dich in den Ozean oder knallt dich gegen die Felsen. Das heißt, auf jeden Fall aufpassen, wo man hintritt, weil falscher Schritt kann echt gefährlich werden. Mein Name ist Benjamin Jaworski, Fotograf und Abenteurer, und die meisten Leute, die meinen Kanal hier abonniert haben, werden mich sehr wahrscheinlich auch kennen. Hauptsächlich fotografiere ich Landschaften, fotografiere aber auch gerne Menschen, andere Sachen. Ich denke jetzt aber, in Norwegen werde ich hauptsächlich Landschaften fotografieren. Ich stehe jetzt hier oben auf so einem riesigen Felsen, vor mir hauen so die Wellen runter und ich baller ein paar Langzeitbelichtungen weg. Sieht richtig cool aus, weil hier ist so ein Stein, ja, sieht man das? Dieser Stein hier. Und das sieht ganz geil aus, wenn die Wellen so drumherum knallen. Ich mache da sogar eine relativ lange Belichtung. So knapp 30 Sekunden, ich glaube 20 Sekunden sind es ungefähr. Und das sieht ziemlich fresh aus. Vor allem so mit diesen dramatischen Felsen im Hintergrund. Ja, die Herausforderung am ersten Tag war, mit den wechselnden Lichtsituationen klarzukommen. Du musst dich ein bisschen darauf einstellen, es ist nicht nur Regen oder nicht nur Sonne, sondern es wechselt wirklich schnell. Du musst schnell umschalten können. Das war ein bisschen herausfordernd, hat aber auch Spaß gemacht. Hier ballern die Wellen dagegen. Es regnet und hier sind diese krassen Spitzen. Also das ist ein kleiner Fotografentraum hier. Wie heftig das Licht da hinten durchschießt. So, wir haben den einen oder anderen Regenschauer hinter uns. Ich muss mal schnell hier die Kamera trocken machen, bevor ich das Objektiv wechsle, weil jetzt gerade haben wir hier hinten schönes Lichtschattenspiel in der Ferne, da brauche ich eine längere Brennweite. Aber was wir hier an geilen Szenerien hatten, da hinten kam die Sonne runter, dann mit so dunstigen Lichtverhältnissen. Also war mega schön einfach, hat richtig Spaß gemacht. Wir sind ein bisschen nass geworden, also außen, innen natürlich nicht, aber es hat sich mega gelohnt. Das ist Fotografieren, wie ich es liebe. So typisches Norwegen-Wetter zum einen und zum anderen aber auch diese heftigen Wellen. Dieser Atlantik, der da einfach ranklatscht und ranhämmert. Und dieser ganze Nebel, dieses ganze Salzwasser spritzt die ganze Zeit. Ich stehe oben auf so einem Felsen drauf und zack, zack, zack. Und dann warte, Langzeitbelichtung. Geil. Also das feiere ich übertrieben. Ich glaube, wir kommen hierher auch nochmal zu Sonnenuntergang. Wir sind dann noch mal woanders hingefahren, um zu gucken, ob dort vielleicht noch mal besseres Licht ist oder vielleicht auch weniger Regen. Also probiert das Ganze so ein bisschen abzupassen. Wir sind dann zu so einer Aussichtsplattform gefahren. Zur Aussichtsplattform fährt man hoch über eine Serpentinstraße und wenn man um die letzte Kurve fährt, sieht man die Plattform, die freischwebend aufs Fjord rausgeht. Es
super krasse Aussicht aufs Fjord, links und rechts die Berge. Da gibt es so viele Möglichkeiten zu fotografieren. Was man hier auf jeden Fall merkt, man muss entweder ganz schnell sein oder Ausdauer haben. Weil wie wir angekommen sind, kam hier die Sonne rein und hat hier wunderschön überall drauf geschienen. 2-3 Bilder gingen und dann war sie schon wieder weg. Da stehen wir jetzt alle und machen unsere Shots und warten halt, dass die Sonne wieder kommt, weil dann ist das schon episch da hinten. Regenwolken ziehen rein, Regenwolken ziehen raus. Ist natürlich ein bisschen anstrengend zu fotografieren. Kamera rein, Kamera raus, Regentropfen auf der Linse, sauber machen, wieder nicht sauber machen, Filter rauf, Filter ab und so weiter. Aber ey, Lukas fotografiert mit dem Handy, warum? Ich fotografiere mit dem Handy, weil es regnet und diese Linse, die ist ja so klein, bis da ein Regentropfen drauf ist, das braucht einen Moment. Und darum, wenn es regnet, einfach mal das Handy nehmen. Ich bin ja sonst nicht so ein Fan von Aussichtsplattformen, weil ich diesen fotografischen Weite-Schuss nicht so gerne mag. Also ich mag das lieber, wenn ich Vordergründe habe und wenn ich ein bisschen Bild aufbauen kann, nicht einfach nur so Schüsse in die Weite. Aber das Licht war auf einmal richtig, richtig gut. Dann kam die Sonne von der Seite reingeballert, alles hat orange geglüht. Für einen kurzen Moment ja, der Himmel ein bisschen aufgerissen, die Sonne hat durchgeblitzt und das sah echt episch aus. Alter, das sieht richtig krass aus. Und ich war dann auf der anderen Seite von dieser Plattform, also gar nicht mit dem schönen Blick, und habe mir so einen Bachlauf angeguckt. Und auf einmal sehe ich, da ist so ein fetter Regenbogen, der aus diesem Bachlauf rausgeht. Und es war der kleinste Regenbogen, den ich, glaube ich, jemals komplett gesehen habe. Also es war richtig so ein Bogen über diesen Bachlauf, aber so ganz klein, vielleicht 20 Meter breit nur. Komplett verrückt. Man weiß gar nicht, was man als erstes machen soll. Mit der Kamera in die Richtung, weil die Sonne gerade rauskommt. Es regnet aber auch noch. Und hier hinten ist einfach ein perfekter Regen. Regenbogen genau überm Auto bis zum Berg. Also ist ja geil, macht richtig, richtig Bock. Sonnenstern geht, Videos kann man geil. Ach, ich muss aufhören hier mit der GoPro zu filmen, weil ich muss noch ein paar Bilder machen. Habt ihr schon mal so nah einen Regenbogen gesehen? Man kann ihn fast anfassen. Mega geil. Der ist so nah, man bekommt ihn fast gar nicht rauf aufs Bild. Also mit der normalen Kamera, hier mit der GoPro. Ist schon relativ weitwinklig. Krass. Wir sind dann wieder zurück zu diesen Teufelszacken gefahren und auf dem Weg haben wir noch so eine kleine rote Fischerhütte entdeckt. Und das machen wir ganz gerne, dass wir anhalten irgendwo, kurz mal 1, 2, 3, 4 Bilder schießen und dann einfach wieder weiterfahren. Und diese kleine Fischerhütte war sehr, sehr fotogen und da konnte ich das ein oder andere coole Bild direkt von der Straße fotografieren. In the cold kitchen light, we both look for a sign and you say, these are troubles of mine. 'Cause I was there by your side with my eyes open wide, and I know that we'll always be true. There were no reasons why I guess our beauty must die. We tried hard but we also were home. So reckless. There were no reasons why. Guess our beauty must die. We tried hard, but we also were old. So reckless. Zu diesem Strand mit diesen Teufelszacken geht man hin über einen schönen Holzsteg, mega krass designt. Also da merkt man das nordische Gefühl fürs Design. Und wenn man da auf diesen Strand oder diesen Küstenabschnitt kommt, dann gibt es ganz viele Wasserbecken und Spiegelungen und natürlich auch Stellen, wo das Meer richtig gegen die Felsen klatscht. Leicht windig! So ungefähr doppelt so windig wie vorhin, als wir hier waren. Ja, bei dem Spot mit diesen Teufelszacken oder wie sie auch immer heißen, war die erste Schwierigkeit schon mal dahin zu gelangen. Es war mega rutschig und selbst ein paar Mal fast hingelegt.
Die Herausforderung war, eine gute Komposition zu finden. Das Wasser war nicht super hoch und dementsprechend kamen die Wellen auch nicht so nah. Und da musste man sich entweder so ein bisschen weit rauswagen, um das einfangen zu können, oder eine ganz andere Geschichte suchen, um eine Komposition aufzubauen. Fand ich schon herausfordernd. Das war nicht ganz einfach. Ich bin dann auf so einen Felsen raufgeklettert, ein relativ großer Felsen, um so eine gute Perspektive von oben zu bekommen. Und dann hatte ich dann so einen großen anderen Fels im Wasser, wo eben die Wellen immer dran gebrochen sind. Und das sah dann interessant aus im Vordergrund. Und im Hintergrund waren dann diese krassen Felsformationen. Jetzt schießt da hinten die Sonne durch, mega nice im Weitwinkel, aber ich habe echte Probleme. Zum einen, klar, der Wind ist ziemlich nervig, aber das geht noch. Akkus sind viel, viel nerviger. Hier bei der GoPro war heute Mittag der Akku schon tot, nach nur einem halben Tag. Nach 70% war der Akku einfach komplett erschöpft. Also es war 70% dann einfach leer, ging nicht mehr. Und auch bei meiner Sony der vierte Akku mittlerweile und auch hier habe ich nur noch 50%. Viel Spaß gemacht, da gleich am Anfang nach dem Steg eigentlich und dann weiter vorne natürlich mit den Klippen, wo dann die Wellen gekommen sind, Langzeitbelichtungen, alles Mögliche versucht, um Hintergrund und Vordergrund schön miteinander zu verbinden. Das war gut. Der Himmel brennt. Ich warte jetzt noch den Regen ab, habe die Kamera eingepackt und wenn es gleich aufhört zu regnen, da hinten hat es schon aufgezogen. Dann werde ich dieses epische Panorama noch mal fotografieren. Dann ist es ein Wrap für heute. Mega krasser Tag gewesen. Richtig geil. Eine absolute Besonderheit dort war für mich jetzt, dass es nach Sonnenuntergang noch mal richtig hell wurde. Hat keiner damit gerechnet, die Sonne war weg und dann ist noch mal alles irgendwie richtig, ja, warm beleuchtet worden. Keine Ahnung, wo das herkam, aber es hat mega cool ausgeschaut auf jeden Fall. Abendrot hat hinten schon eingesetzt und normalerweise wird es dann relativ schnell dunkel, sobald die Wolken rot werden. Aber dann ist noch mal richtig aufgeglüht, die Berge haben noch mal das Leuchten angefangen. Und jetzt ist auch noch relativ hell, obwohl die Sonne schon lange untergegangen ist. Komische Bedingungen, aber macht natürlich Spaß, weil man umso länger fotografieren kann. Du hast doch noch etwas Gischt auf deiner Brille. Ja, du warst nah dran auf jeden Fall. Ich muss den Mistfilter immer dabei haben. Weißt du, das ist, mittendrin stand nur dabei. Ja. Mein Lieblingsmotiv von diesem Tag war definitiv die kurze Lichtstimmung bei dieser Aussichtsplattform. Das hat einfach super krass ausgesehen. Favoritenbilder habe ich mehrere an diesem Tag. Ich fand auf jeden Fall den Wasserfall vom ersten Spot ganz cool. Ich fand auch die Lichtstimmung oben auf dieser Plattform ganz interessant. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich ein Bild von den Teufelszacken nehmen. Die muss ich mir in Ruhe mal am Computer zu Hause angucken. Ich habe da bestimmt an diesem Abend über 100 Bilder geschossen. Ja, eins meiner absoluten Lieblingsbilder dort ist bei strömenden Regen entstanden. Wir haben uns gerade wieder in unsere Jacken verkrochen und haben so leicht den Rückweg angetreten. Dann kam nochmal die Sonne und wieder hat alles irgendwie geleuchtet. Ich habe so einen grünen Pool gefunden, wo so Algen irgendwie dann beleuchtet waren. Das hat total giftig ausgeschaut. Aber die Kombination mit Nebel, Regen und diesen giftigen, das war schon mega cool. Was uns hier auf jeden Fall auffällt, sind die krassen steilen Berghänge. Also da geht es teilweise hoch runter. Das ist wirklich verrückt. Und dann natürlich die Farbigkeit. Das hat sich alles schon so ein bisschen herbstlich gefärbt. Das hat echt gut ausgeschaut. Die Kombination aus diesen Orange-Grün mit den schwarzen Bergen, das war ziemlich cool. Hier auf Senja gibt es Trolle.
So in etwa sehen die aus. Und das wäre richtig gruselig, wenn der sich jetzt bewegen würde, oder? Na, Spaß beiseite. Aber hier echt mit der Warze und sogar Haaren drauf. Hier ist so ein Trollpark. Der hat allerdings gerade zu. Wären wir jetzt gerne reingegangen. Aber müssen wir gucken, was wir hier noch landschaftlich fotografieren können. Heute keine Trolle. Wir sind jetzt im wunderschönen Hamm in Senja. Richtig geile Farben, so türkises Wasser, rote Fischerhäuser, richtig schöne Herbstfarben. Und deswegen würde ich sagen, es ist die perfekte Zeit, um die erste Challenge einzuläuten. Und die erste Challenge ist noch relativ einfach, aber eine große Herausforderung hier an diesem Ort. Denn es ist die... Ja, jetzt glaube ich, habe ich das Gewinnerbild gefunden. Am zweiten Tag sind wir nach Hamm in Senja gefahren und es war Zeit für die erste Challenge. Die Leute auf Instagram und auf Facebook und so weiter konnten uns ja Challenges stellen. Die werden sich im Laufe jetzt dieser Reise auch noch ein bisschen steigern. Und die erste Challenge ist eine große Herausforderung hier an diesem Ort mit diesen schönen Farben. Denn es ist die... Ihr könnt euch schon denken, Schwarz-Weiß-Challenge. Ja, super. Das heißt, eine Stunde nur Schwarz-Weiß-Fotos. Wir stellen die Kameras auf Schwarz-Weiß, keine Farbfotos, sondern wirklich nur Schwarz-Weiß. Wir müssen darauf achten, dass die Komposition stimmt. Ne? Licht-Schatten ist bei Schwarz-Weiß sehr wichtig. Farbe spielt gar keine Rolle, was natürlich super eklig ist jetzt bei diesen geilen Farben. Ja? Aber ich glaube, es wird richtig geil. Eine Stunde ab jetzt, let's go. Die Challenge, also ist wirklich eine Herausforderung, weil ich und Schwarz-Weiß eher eine rare Kombination. Ich fotografiere eigentlich nie Schwarz-Weiß und darum muss ich mich schon ein bisschen umgewöhnen, ein bisschen umdenken. Aber ich mache mich mal auf die Suche nach etwas, was schön Kontraste hat, vielleicht klare Linien hat. Normalerweise würde ich sagen, mega geil. Ich fotografiere auch selbst sehr oft in Schwarz-Weiß, weil man da schön die Kontraste und gerade die Lichtstimmungen unterstützend sieht. Natürlich, man sieht es im Hintergrund bei den Bedingungen hier, wenn die Sonne rauskommt, leuchtet die da alles schön bunt. Ärgerlich. Was ziemlich spannend ist, das bringt einen als Fotograf natürlich aus der Komfortzone raus. Ne? Wo ich jetzt sagen würde, normalerweise würde ich eine Langzeitbelichtung machen, Polfilter vielleicht noch benutzen und so weiter. Würde ich jetzt sagen, in Schwarz-Weiß belichte ich vielleicht lieber über, weil es besser rauskommt, dann mit den Kontrasten. Das Motiv, was ich fotografiere, ist da hinten dieses kleine rote Haus. Und wenn da jetzt die Sonne so drauf strahlt, jetzt ist es gerade soweit, dann wird das, glaube ich, richtig, richtig fresh aussehen. Die Herausforderung beim Schwarz-Weiß-Fotografieren ist, sich ja nicht mehr auf Farben zu konzentrieren, sondern nur noch auf die Hell-Dunkel-Kontraste. Und das funktioniert natürlich mega gut, wenn man es in der Kamera gleich mal einstellt. Und da sieht man auch ganz gut, separiert sich dieses dunkle Boot wunderbar in dem Becken hier. Und das könnte, glaube ich, ganz gut ausschauen. Ich drücke jetzt ein paar Mal ab. Jetzt kommen hier auch noch ein paar Paddler direkt auf mich mit dem Kajak zu. Das ist natürlich auch ein dankbares Motiv, wenn von hinten die Sonne kommt, vorne spiegelt es schön auf dem Wasser, das heißt, es ist schön weiß, die Kajakfahrer sind dunkel, es hebt sich dann wunderbar ab, wie man sieht. Echt eine tolle Sache. Danke! Hab's nicht verstanden, aber ich bin happy. Ich habe mal das Teleobjektiv raufgeschraubt, damit komme ich noch einen ganzen Ticken näher und das gefällt mir richtig gut. Also ein Bild ist schon im Kasten, wo ich sage, das ist nice in Schwarz-Weiß. Hier findest du coole Formen, zum Beispiel hier diese Hütchen im Hintergrund. Und wenn ich die relativ dunkel mache, dann habe ich nur die Zacken und habe den sehr kontrastreichen Himmel hier im Hintergrund. Das sieht ziemlich cool aus und hier oben habe ich noch Neubau entdeckt, der sich natürlich auch super gut eignet, weil das architektonisch auch ja sehr, sehr nett ist. Vor allem, wenn ich hier mit dem 70-200 einmal durchlinse, leuchtet nur diese eine Treppe und setzt sich relativ gut vom Hintergrund ab. Ich blende das Bild am besten wieder ein, denn hierüber siehst du es wahrscheinlich relativ schlecht. Oder ich kann mal versuchen, hier reinzugehen. Ah ja, doch, schau mal. So ungefähr sieht das dann aus. Thank you.
nenne es das stille Örtchen. Da steht einfach eine Toilette mitten in der Pampa. Hinten dran noch so ein Gerüst. Aber wie cool ist das denn bitte? Einfach ein Abort mitten hier im Grünen. Hebt sich mega geil ab. Lohnt sich mal ein bisschen die anderen Wege auch zu laufen. Ich bin hier in irgendeinem Hinterhof geraten. Dachte erst, ich habe mich verlaufen, aber das hat sich gelohnt. Ja, jetzt glaube ich, habe ich das Gewinnerbild gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme sehen könnt. Man sieht da so Seeigel und Fische rumschwimmen und so weiter. Und die Seeigel haben so eine abgefahrene Farbe. Die sind rot und haben weiße Stacheln. Alles schwarz-weiß. Können wir leider nicht machen. Aber ich habe hier ein ganz paar spannende Perspektiven gefunden. Da hinten so ein Berg. Hinten kommt immer wieder super das Licht durch. Da sind geile Shots. Schau dir das mal an. Man hat mir gezwitschert, dass der Christoph coole Location am Start hat hier. Und bevor ich jetzt noch länger im Hafen rumsuche, gucke ich jetzt doch einfach mal, was der Christoph so am Start hat. Und das war ja klar, dass das nicht lange dauert. Die große Linse hat er schon drauf. Ganz gut hier die Aussicht, ja. In alle Richtungen. So, alles im Kasten. Ich glaube, es sind ein paar coole Bilder dabei und es hat echt nochmal herausgefordert. Ja, nachdem ich am Anfang etwas geschluckt habe, wie ich Schwarz-Weiß gehört habe in der Kulisse, muss ich sagen, bin ich im Endeffekt richtig begeistert, weil wir so coole Sachen, oder ich zumindest, habe richtig coole Sachen gefunden und freue mich über die Bilder. Ganz unterschiedliches Zeug, von Architektur bis Natur, war wirklich alles irgendwie mit dabei. Hat riesig Spaß gemacht. Ja, die Schwarz-Weiß-Challenge war eine Challenge, aber ich habe mich erstaunlich gut zurechtgefunden. Obwohl ich nie Schwarz-Weiß fotografiere, habe ich mich eher auf kleine Details konzentriert und versucht, so Motive zu finden, die ein bisschen herausstechen, auch mal eine fliegende Möwe. Also ich glaube, da ist einiges dabei und das hat Bock gemacht. Es sind ein paar gute Bilder am Start. Ich habe so eine Möwe zum Beispiel überhaupt erst entdeckt als richtiges Motiv über die Schwarz-Weiß-Settings in der Kamera. Und genau so eine Sachen sind so das Besondere auch in der Schwarz-Weiß-Fotografie, dass man halt mit diesen Kontrasten arbeitet und Motive entdeckt, die man sonst vielleicht gar nicht so fotografieren würde. Also vielen Dank für diese Challenge. Hat uns tatsächlich richtig Bock gemacht. Alles in allem war es eine coole Challenge und auch eine coole Abwechslung, weil es zwingt einen eben dazu, auch mal anders zu fotografieren und so ein bisschen out of the box zu denken, denn sonst fotografiere ich natürlich so nach meinem eigenen Schema, nach meinem eigenen Stil und bin je nachdem, wo ich an der Location bin, sehr routiniert, wenn ich fotografiere. Und so ist man dann noch mal ein bisschen anders kreativ, als man es vielleicht sonst ist. Und ich glaube, die Fotos könnten auch in Farbe ganz geil aussehen. Das ist ja auch das Coole. Die Bilder, die man jetzt in Schwarz-Weiß schießt, sind ja nur die Vorschau in Schwarz-Weiß. Später hat man ja das RAW-Bild und das RAW-Bild ist immer noch farbig. Eine mega Location hier. Sieht sehr, sehr fresh aus. Die kleine Insel mit dem Steg. Aber ein bisschen schade ist, da bauen die gerade ein nagelneues Haus hinten dran. So voll moderner Stil. Und dann hast du da eigentlich ja voll geil mit diesem alten Haus
dieses traditionelle. Das Motiv konnten wir nicht hundertprozentig benutzen bzw. hundertprozentig cool fotografieren, ohne dass man diesen Neubau hinten dran sieht. Und wahrscheinlich ja in ein paar Monaten sieht dieses Motiv dann komplett verschandelt aus. Kann man sagen, auf jeden Fall nicht mehr so cool, wie es noch vor ein paar Jahren ausgesehen hat. Deswegen ist Fotografie auch so cool. Festhalten für die Ewigkeit. Wir wollten dann zu unserem Finalspot fahren, dem Segler. Das ist ein sehr, sehr cooler Berg auf Senja. Ein sehr bekanntes Motiv, auch mittlerweile durch Instagram unter anderem. Das ist so eine krasse Felsformation auf einem Berg obendrauf. Eine sehr epische Location. Und auf dem Weg dorthin wollten wir nicht einfach nur wieder an der Küste lang fahren, sondern so ein bisschen durchs Land fahren, durch die Berge auch fahren. Das haben wir gemacht, haben dann einen coolen See gefunden. Und ich habe dann irgendwo gesehen, da plätschert so ein Wasser lang und da muss ja irgendwie auch ein Wasserfall sein. Wir sind dann losgestafft durch die nassen Gräser und haben versucht, den richtigen Winkel zu finden. Das ist ein mega geiler Wasserfall. Kommt mal mit. Ist irgendwas ausgeschildert oder sonst wie irgendwas. Man muss so ein Gefühl dafür entwickeln, sage ich mal. Das fand ich auf Senja generell ziemlich cool. Wenn man jetzt irgendwo ist, dann guckt man immer, wo ist ein Wasserfall, wo ist irgendwie eine Attraktion. Eigentlich egal, wo man langgefahren ist, irgendwo sind mindestens 3, 4, 5 Wasserfälle neben der Straße runtergeschossen, diese gigantischen Berge. Wahrscheinlich, weil oben Schnee schon lag und teilweise geschmolzen ist, wieder runtergeflossen ist. Ich weiß es auch nicht, oder Quellen. Auf jeden Fall gibt es unglaublich viele Wasserfälle auf Senja, die es zu erkunden gibt. Stromschnellen vorne dran und hinten dann diese Gipfel, das hat ziemlich cool ausgesehen und da haben wir einiges an Fotomaterial geknipst. Ich habe ein paar Shots gemacht mit Christoph und der roten Jacke. Das macht sich sehr gut neben so einem Wasserfall, auch so für die Größenrelation. Dann sieht man, so groß ist der Wasserfall, so klein ist nur die Person. Natürlich die rote Jacke passt dann sehr, sehr gut noch als zusätzlicher Eyecatcher so im Bild. Ich habe entdeckt, dass weiter hinten, also vor dem Wasserfall, eine schöne Stelle liegt, wo es eine ganz kleine Bachschwelle hat, wo das Wasser so langsam aus dem See rausfließt. Und die habe ich mir zuerst gepickt, sozusagen fotografiert. Die Jungs haben mit Stativ, Langzeitbelichtung und so weiter das Ganze in Szene gesetzt. Ich bin eher ein bisschen faul unterwegs und habe die Belichtungszeit auf relativ kurz gestellt, ein Zehntel, und das konnte ich ganz cool aus der Hand halten. Deswegen konnte ich mir da hinten so ein paar andere Perspektiven noch raussuchen, was ich auch ganz cool fand. Beim Segler angekommen hat es wieder mal geregnet. Wir wollten zum Segler hochwandern an diesem Tag. Da oben hin, auf den Segler bzw. zum Segler. Ist das eine gute Idee bei dem Wetter? Wenn es geregnet hat, ist es ziemlich rutschig. Also muss man da echt aufpassen. Jetzt wird's matschig. Eieiei. Hoppa. Beim Segler angekommen hat es wieder mal geregnet. Wir sind aus dem Auto ausgestiegen bei Regen. Ist das eine gute Idee bei dem Wetter? Wenn es geregnet hat, ist das ziemlich rutschig. Aber mittlerweile haben wir gelernt, wenn es regnet und wir aussteigen, ist es eigentlich eine ganz gute Sache, weil meistens hört es dann auf. Ich habe auch die Badehose drunter. Egal was passiert, wir sind auf jeden Fall ausgestattet. Ich weiß ja nicht. Aber gebt mal einen Daumen nach oben für den Einsatz. Wir werden mal schauen, ob wir da oben überhaupt irgendetwas sehen. Oder ob da einfach komplett die Wolken zuhängen. Wanderung beginnt und zwar da hoch wollen wir. Ja, nicht ganz. Also wir wollen dahin und den fotografieren. Schaut von hier noch nicht so spektakulär aus, aber die Bilder sind genau die, die man hier von Senja kennt. Und so ein Bild wollen wir natürlich auch. Wir hoffen, es reißt noch ein bisschen auf. Die Chancen stehen 50-50, wie immer hier. Oh Gott, jetzt wird's matschig. Eieiei. Einfach nur Matsch. Matsch, 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 Matsch,
Quatsch. Für eine Stunde. Da hoch. Geil. Durch diesen ganzen Matsch war das schon sehr anstrengend, da hochzulaufen. Es wurde auch sehr schnell sehr warm, ja, wenn man sich so bewegt. Da war es ganz gut, dass wir die verschiedenen Layer hatten und dann auch mal ausziehen konnten. Das wird so warm, dass ich die Steppjacke mal ausziehen muss. Und dann ist das Ganze viel atmungsaktiver und ich schwitze mich nicht tot. Und die passt hier super in den Haugland-Rucksack oben rein, in dieses Fach. Da ist sonst meine Colt-Tasche hier. Und die habe ich aber immer vorne. Und jetzt habe ich hier die Steppjacke rein. Also ich bin dann nur noch im Vlies und mit der Außenjacke eigentlich gelaufen, zwischenzeitlich nur noch mit der Außenjacke. Es war schon echt richtig, richtig warm, wenn man sich so ordentlich bewegt mit dem ganzen Foto-Equipment auf dem Rücken. Ich habe jetzt hier nur das T-Shirt an und die Hauptlandjacke drüber. Und am Anfang ist vielleicht ein bisschen kühl, aber es wird definitiv warm. Und ich habe da nicht zu schnell wirklich super heiß, also von dem her nicht zu warm anziehen von Anfang an. Geht ganz schön steil hoch und ja, so kann man sich oben am Berg dann die anderen Schichten wieder anziehen, wenn es dann ein bisschen windet und wenn man ein bisschen schwitzig ist, was ich definitiv sein werde. Mal hier kurz Video Stopp machen und mal Screenshot machen. Perfektes Foto, oder? Da hinten kommt der Regen. Von da, direkt auf uns zu. Ist es Schweiß oder ist es Regen? Ich weiß es nicht. Aber der Weg wird auf jeden Fall immer besser. Jetzt geht's hier über Stock und über Stein. Wobei Stöcker sind nicht da. Dafür umso mehr Steine. Und ist geil. Hey, mega. Nur nicht hinfallen ist die Wiese. Ja, Mann. So traurig es ist, aber ich muss mich auf jeden Fall schon mal von meinem blauen Haugland-Shirt verabschieden für diese Reise, weil das ohne Waschmaschine ab heute Abend nicht mehr tragbar sein wird. Es ist nämlich so monsteranstrengend. Wir schwitzen uns hier einen ab. Es ist ein ganz schwieriges Gelände und wir machen hier Höhenmeter ohne Ende, aber gleich hoffen wir, dass wir Licht am Ende des Pfads sehen. Apropos Pfad, ich glaube, ich laufe gerade komplett falsch. Ich muss darüber wieder. Ich glaube, wir sind da falsch, Ben. Meinst du? Okay, let's try. Alter. Schwitzen in Combination und mit Regen, ja. Und jetzt auch die Linse wird auch hier zugetropft. Also nichts wie weiter. Und wir haben schon gesagt, ey, wie geil wäre das, wenn man einfach mit dem Handy nur fotografieren könnte. Wenn einfach die Quali so geil wäre, dass man einfach sagt, lass nur noch das Handy benutzen und nicht mehr den ganzen Kram mitschleppen. Puh. Langsam kommen wir oben an. Da hinten sieht man schon die andere Seite des Fjords. Und hier, Leute, ist dieser fantastische Berg Segler. Und der sieht von der anderen Seite gar nicht so spektakulär aus. Erst wenn man hier ist, sieht man so von der Seite diese heftig krasse Form einfach. Jetzt kann man sich entscheiden, von der Seite oder mehr von der Seite fotografieren. Und als wir dann oben angekommen sind, der Blick war einfach gigantisch. Ja, vor Ort hat mich das Ganze dann noch mal wirklich mehr von den Socken kaut. Es ist tatsächlich wie immer, es lohnt sich. Es lohnt sich einfach immer solche Wege auf sich zu nehmen. Schaut euch das mal bitte an. Und diese Stelle. Jola, Leute. Hier geht's einfach die Klippen sowas von steil aber runter. Also keine Angst, ich gehe jetzt nicht nah hin. Ja, sowas solltet ihr auch nicht machen. Immer noch Sicherheitsabstand und sowas. Kein Bild der Welt ist es wert, sich irgendwie in Gefahr zu begeben. Aber hier geht es jetzt so tief runter. Das sind so ja, 2-3 Meter und dann ein paar hundert Meter, zack, in die Tiefe. Krasse Stimmung. Ja, nicht viel Licht, aber mega dramatischer Himmel. Also geil! Aber der Berg ist einfach der Oberhammer und hier überall. Ja, mutet es jetzt zu, ein bisschen zu arg schon fast, aber das Wetter wechselt ja hier so schnell. Das
Sollte kein Problem sein, vielleicht zieht es gleich wieder weg. Und wenn nicht, machen wir halt Moody Shots. Auch geil. Sieht mega geil aus gerade mit diesen zugehangenen Bergen. Und egal, wo du gerade hinguckst, sieht episch aus. Und schaut euch mal an hier oben. Jetzt ist der Berg relativ klar, alles außenrum diesig, genauso wie wir es wollten. Oh, Wahnsinn, richtig, richtig geil. Beim Fotografieren gibt es sehr viele Möglichkeiten mit Vordergründen. Man hat Felsplatten, die spannend stehen, die so einen coolen Winkel haben. Man hat auch Farben von so Pflanzen am Boden, die man mit einbauen kann. Und wenn man das schafft, ein bisschen Tiefe zu erzeugen, kann man da echt coole Bilder machen. Ich habe jetzt hier Blende 9 ISO 200 und eine Sekunde Verschlusszeit. Und so kann ich hier diese mystische Nebelstimmung einfangen. Ach, ich habe mich komplett ausgetobt. Ich bin einmal hier dahin geflogen, wo wir jetzt nicht mehr hinwandern konnten, weil es einfach zu steil und zu weit ist. Ein kleiner Tipp für die Drohnenfotografen, die ihre Bilder auch gerne auf Instagram posten, ist die Panorama-Funktion. Du musst nur auf den Knopf drücken und sie macht dann ein Querbild oben, mittig und unten und baut das einfach zu einem Hochformatbild zusammen. Und dann hast du auch das richtige Format für Instagram. Also auf einer Skala von 1 bis 10 ist die Fotolocation irgendwo bei 125. Ja, also ich bin hin und weg, habe mich hier tot geknipst. Oh, eine schöne Sache. Eine der geilsten Locations, die ich bisher fotografiert habe. Ich bin wirklich flashed und hyped und bin so froh, dass wir im Regen losgelaufen sind. Wir laufen gerade noch ein Stückchen höher und da standen wir eben. Das geht richtig heftig da runter, Alter. Das ist nur so ein Felsvorsprung. Das sieht mega geil aus. Vor allem die gelbe Jacke, die knallt so krass. Heftig. Und das war eigentlich auch so das Foto, was ich mir vorgestellt habe vom Segler. So für die Größenrelation eine Person im Bild mit einer knalligen Farbe, die sich gut abhebt von diesem doch sehr tristen und einheitlichen Hintergrund, von diesem Berg, der sehr grau ist. Und für die Größenrelation in dem Bild steht im Optimalfall eben sehr klein und der Berg sehr, sehr groß. Das ist mein absolutes Favorite-Foto von diesem Tag, aber auch von Zenja im Allgemeinen. Es ist einfach ein super epischer Shot. Wenn man den Sonnenuntergang fotografiert, wie wir das gemacht haben, dann ist es dunkel, wenn man runtergeht. Und hier ist auf jeden Fall erforderlich, eine Taschenlampe zu haben, dass man den Weg findet, weil das ist gar nicht so einfach. Und wer hat keine Lampe? Der Jaworski. Na klar. Jetzt geht's runter im Dunkeln. Oh weia. War noch matschiger, weil es wieder das Regnen angefangen hat. Es war eine kleine Rutschpartie. Hier drauf haben wir sehnsüchtigst gewartet. Die Bretter sind wieder da. Es war ein echt beschissener Weg. Der schaut ungefähr überall genau so aus. Aber es haben alle sauber überstanden, sage ich mal. Also ein-, zweimal ein bisschen mit der Hand abstürzen, aber dann ging das ganz gut. Wir haben ein bisschen Zeitstress, denn wir müssen jetzt noch 1,5 Stunden bis zur Fähre fahren. Und das ist die letzte Fähre, die diese Saison noch fährt. Wenn wir die verpassen, müssen wir 8 Stunden mit dem Auto fahren. Wir wollen jetzt nämlich auf die Westeraalen und da fährt man am besten von Zenja mit der Fähre. Also let's go! Das heißt, wir mussten uns echt dranhalten und pünktlich sein, was nicht so unsere Stärke ist. Vor allem, wenn es auf dem Weg zur Fähre noch so spannende Motive gibt. Hier zum Beispiel rote Häuschen, Hintergrund, episch. Was sehe ich denn da? Ein kleines Bötchen. Perfekt. Das ist ein schönes Boot im Vordergrund mit diesem tollen Panorama zum Hochformat. Mega schön, das Rot mit dem Weiß. Hier kann man kleine Fischhäuser mit der Landschaft verbinden. Das sieht echt cool aus.
Und ich gucke so auf die Uhr, noch 30 Minuten, dann fährt die Fähre ab. Wir müssen uns echt ranhalten. Wir haben es geschafft, die Fähre haben wir erreicht, jetzt müssen wir hier noch warten. 1, 2, Nummer 3 sind wir. Kommen wir noch auf die Fähre? Weil das ist nicht garantiert. Man sollte rechtzeitig hier sein. Vielleicht klopfe ich mal beim Captain. Am Tag 3 mussten wir die Fähre erwischen, damit wir auf die nächste Inselgruppe kommen. Wenn wir die verpasst hätten, hätten wir 8 Stunden einen Umweg fahren müssen. Es ist die letzte Fähre gewesen, die in diesem Jahr zur Saison noch gefahren ist. Dann beginnt scheinbar die Wintersaison oder sowas und dann fährt diese Fähre eben nicht mehr. Ist aber ziemlich cool. Man fährt nur knapp 1,5 Stunden, dann ist man eben schon auf Andoya. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Erwartungen, da wo wir jetzt hinfahren. Ich habe davon weder Shots gesehen, noch mich vorher damit befasst. Ich lasse mich einfach überraschen, was da auf uns wartet. Ja, Freunde, wir sind jetzt 1 Stunde mit der Fähre unterwegs. Und würde ich sagen, ist Zeit für die nächste Challenge. Community hat uns eine Aufgabe gegeben und diesmal heißt Kameras im Rucksack lassen, denn wir machen alles mit dem Smartphone. Eine Stunde Zeit, bin gespannt, was ihr mit dem Baby hier zaubert. Okay, Alter, let's go. Cool. Ich probiere jetzt gleich am Anfang hier mal ein paar Bilder zu machen. Jetzt wird es mega laut, weil hier der Motor hinten ist. Aber wenn das Schiff jetzt ablegt, dann sieht man das Ganze natürlich schön aus der Distanz hier, den Ort, Grillefjord. Und ja, das werde ich mit dem Handy mal festhalten. Also let's go. Gerade auf so einer Fähre, die sich dauernd bewegt, ist natürlich mega schwierig, weil du kannst nichts planen, du kannst nichts zweimal machen. Deswegen einfach ganz, ganz viele Bilder und danach einfach nochmal 10 Minuten nehmen, die aussortieren und dann einfach bloß die besten übrig lassen. Aber haben ist besser als brauchen. Das ist nicht nur mein Lieblingsmotto generell, sondern das trifft auch hier richtig gut zu. Vielen Dank für diese Challenge. Ich gehe die folgendermaßen an, dass ich mir auf der einen Seite die Gegend angucke, die Fjorde, die wir durchkreuzen. Auf der anderen Seite werde ich sicher auch noch Details auf dem Schiff gucken. Irgendwelche Taue, sonstige Sachen. Da will ich sicher was Spannendes finden und mit meinem Handy festhalten. Für mich so ein bisschen eine größere Herausforderung, nicht weil ich nicht mit dem Smartphone fotografieren kann, sondern weil mein Smartphone im Vergleich zu den anderen beiden Smartphones relativ alt ist. Ich habe ja ein iPhone 10, das heißt, die Technik, die da drin steckt, ist halt schon 3 Jahre alt. Und bei Smartphones entwickelt sich das so schnell, das heißt, Qualität ist einfach nicht so geil wie bei den anderen Smartphones. Ich habe nicht so einen krassen Weitwinkel, ich kann nicht so weit reinzoomen und so weiter. Das heißt, ich muss jetzt hier die Sachen nutzen, die ich in diesem älteren Gerät drin habe. Je nachdem, was man für ein Smartphone hat, was die für Möglichkeiten bietet, kann man natürlich auch andere Bilder machen. Ich bin mal vor zum Captain's Haus gelaufen und habe dann durch die Fensterscheibe den Captain einfach fotografiert, wie er so da stand, so durchguckt, mit so den Bergen am Horizont und konnte einige coole Bilder machen. Das waren einfach so schöne Momentaufnahmen eben von diesem Kapitän durch das Fenster geschossen. Was man mit dem Smartphone auf jeden Fall machen kann und vielleicht auch sollte, ist mal ungewöhnliche Perspektiven zu suchen. Mal was aus Bodennähe oder einen speziellen Winkel zu finden, der einfach nicht alltäglich ist. Bei der Smartphone-Challenge bin ich so vorgegangen, dass ich mir eigentlich Vordergründe gesucht habe, um diese Tiefe ein bisschen mit reinzubringen, die man ja normal bei der Smartphone-Fotografie nicht hat. Ich bin aber ganz schnell von der Location und von dem Fjord überrascht worden, durch den wir gefahren sind.
und habe dann auf diese Vordergründe verzichtet und habe einfach diese epischen Locations fotografiert. Da hinten ist gerade so ein spitzer Berg, der hier inmitten von drei anderen Bergen sich auftut. Oben ist der Nebel und wenn man jetzt ein bisschen außerhalb der Norm, also nicht mit der Drittelregel fotografiert, sondern den Horizont ganz weit unten ansetzt, dann hat man oben noch wirklich eine ganz spektakuläre, ja, Wolkenfront, die richtig dunkel und bedrohlich ausschaut. Und das ist echt eine schöne Sache. Moment, ich kann es dir vielleicht mal hier zeigen oder ich blende das Bild einfach ein. So sieht das Ganze aus. Aber wir schauen lieber mal mit dem Auge drauf, denn da wirkt das Ganze noch mal ein bisschen besser. Ich glaube, das entschuldigt dann auch jeder, dass da keine Tiefe drin ist, sondern einfach nur coole Berge mit cooler Stimmung. Das hat auf jeden Fall überzeugt. Und ein kleiner Tipp auf jeden Fall noch, falls du auch mal so eine Challenge machst, verbring nicht zu viel Zeit am Spot, denn damit ziehst du natürlich auch die Challenge-Teilnehmer mit an, die jetzt hier auch die gleichen Bilder schießen. Du. Ich habe nicht das gleiche Wort kopiert. Das sieht nur so aus. Mein Tipp mit dem Smartphone ist, dass du auf jeden Fall die Belichtung selber kontrollierst. Das heißt, die Belichtung heller oder dunkler machen, so wie du es halt brauchst. Ich in meinem Fall mache es lieber immer ein bisschen dunkler. Das heißt, ich tippe einmal auf den Display, halte dann gedrückt, dann lockt er auch den Fokus und dann ziehe ich das Ganze so ein bisschen dunkler, dann wirkt das Ganze mehr dramatisch und gerade jetzt mit dem Nebel, mit den ganzen Bergen im Hintergrund, wirkt das Ganze dann umso epischer. Also da bewusst mal, wie auch bei der richtigen Kamera, auf die Belichtung achten. Ich finde es manchmal auch hilfreich, wenn man gar nicht so viele Möglichkeiten hat. Reinzoomen, rauszoomen, Weitwinkel und so weiter, muss man sich ja immer wieder entscheiden. Einfach nur eine Sache, einfach nur nach dem Motiv gucken, draufdrücken, Foto machen. Bam, geil. Ich habe mit einem Huawei Mate 20 fotografiert und größtenteils einfach automatisch, also auf dem Automatikmodus gedrückt. Ja, egal was für Funktionen deine Kamera, deine Handykamera hat oder nicht, du kannst bestimmt das Drittelraster mit einblenden und damit schon mal den Grundstein setzen für ein cooles Bild und die Einteilung machen, was wichtig ist für dein Bild und was nicht. Ich war bei der Challenge jetzt mit dem iPhone 12 Pro Max unterwegs und ja, habe sehr genossen, drei Linsen zu haben. Das haben ja mittlerweile viele Smartphones, dass man zwischen Tele und Weitwinkel auch noch ein bisschen unterscheiden kann. Und so hat man dann doch die Möglichkeit, mal näher ran, mal weiter weg zu gehen. So cool bei den Challenges, dass man sich halt selber herausfordern muss und auch so ein bisschen limitiert und dann einen ganz anderen Blick entwickelt für Sachen, für Motive und ja, geile Fotos auf jeden Fall entstanden. Ich bin gespannt, wie ihr sie findet. Die Smartphone-Challenge war ziemlich cool, aber auch ziemlich kurz. Wir haben nur knapp 10 Minuten fotografieren können, weil es dann wieder so hart angefangen hat zu regnen. Ich bin auf dem offenen Meer und es schaukelt auch ganz schön. Jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich hier wieder runterkomme. Und wie war die Smartphone-Challenge? Nass mal wieder. Aber gut, ein paar schöne Sachen gefunden. Geil. Oh. Jetzt erstmal Waffeln, ne? Auf jeden Fall, irgendwas geil. Warmes. Let's go. Dann war irgendwann so viel Nebel da, dass es einfach nur Meer und Wellengang das Einzige war, was man noch gemerkt hat. Also nicht mehr viel gesehen. Und wenn so ein großes Schiff anfängt zu schaukeln und man draußen überhaupt nichts mehr sieht, weil es einfach nur konstant regnet, ja, dann wird einem schon so ein bisschen mulmig im Magen. Da habe ich dann das Handy lieber weggepackt, habe mir eine Waffe gekauft, habe mich hingeguckt und habe zum Fenster rausgeschaut. Wir sind Richtung Westerhallen gefahren, für uns auch ein neues Gebiet zu entdecken.
generell haben wir einige Sachen im Voraus geplant, also wo wir halten, und andere Sachen lassen wir uns komplett frei inspirieren. Das hängt manchmal auch vom Wetter ab, einfach wie das Wetter gerade so ist und was uns einfach spontan gefällt und fotografisch auch anspricht. Und manchmal geht so wie ein Motivalarm in mir los oder auch in Lukas oder in Christoph. Man sagt so, ey, hier könnte ich mir vorstellen, dass man das und das umsetzt. Dann halten wir an und schießen ein Foto. Mein erster Eindruck war, dass wir in der Karibik sein müssen, weil dieser Strand sehr weit war und auch eine sehr helle Farbe hatte. Das war wirklich cool. Man war in einer anderen Welt. Guck mal, wie weiß das ist. Der Hammer. Man könnte so denken, man ist irgendwo im Süden, jedenfalls wenn man so diese Seite sieht. Wenn man dann die andere Seite sieht und uns sieht, wie wir angezogen sind, ja, dann ist klar, wir sind im Norden. Was ich an solchen Spots auch sehr gerne mache, ist mit unscharfem Vordergrund zu spielen. Das heißt, ich nehme jetzt hier etwa eine Viererblende und da geht man einfach ganz nah ran, zum Beispiel hier an dieses Dünen-Küstengras, wie auch immer, und kann so einen schönen Schärfe-Unschärfe-Effekt erzielen. Das sieht mega spannend aus und so kann man mit einem einfachen Mittel ein cooles Bild machen. Da gab es so kleine Blümchen, die irgendwo auf dem Sand blühten. Voll der geile Vordergrund, zusammen hinten mit den epischen Felsen. Ich bin tatsächlich etwas fauler, was das Stativ angeht, dieses Aufbauen, Mitschleppen und sowas. Also es macht mir mega Spaß. Ich bin ein riesen Fan davon, mich hinzusetzen mit Filtern und so weiter. Aber ich bin echt faul und ich versuche ganz viel dann auch mal aus der Hand zu machen. So alles, was bis ein Fünftel oder sowas geht, das halte ich auch eigentlich ganz gut mit der Kamera. Denn die meisten Kameras, die sind mittlerweile so stabil, dass du die gerade im Weitwinkel locker auf eine Zehntelsekunde halten kannst. Das heißt, geh in den manuellen Modus, stell ein Zehntel ein, die ISO so weit wie es geht runter, wenn du auch noch so faul bist und keine Filter vorne drauf packen willst. Und dann kannst du hier mit einer Blende 16 habe ich jetzt und ja, eine Achtelsekunde wirklich geile Aufnahmen machen, wie so ein bisschen das Wasser ranrauscht und dann langt schon wirklich dieses Achtel, dieses Zehntel, weil die Wellen ja relativ schnell sind. Und dann hast du ja eine schöne Bewegung drinnen, hast aber trotzdem noch den scharfen Vordergrund und der Rest ist natürlich auch scharf. Und dann sind es doch spektakuläre Aufnahmen, genau das, was wir wollen. Du musst nur schnell sein, denn wenn das Wasser kommt, musst du ein paar Schritte zurückgehen. Sonst hast du nasse Füße, das wollen wir natürlich auch nicht. Aber das klappt echt mega gut hier. Ein bisschen aufpassen, linkes Auge beim Fotografieren mit offen haben. Dann siehst du auch, wann die Welle kommt und dann gibt es keine nassen Füße. So muss es sein. Weil das Wetter ganz gut war, haben wir uns entschieden, nach dem Strand direkt eine Wanderung zu machen. Die Wanderschuhe sind geschnürt. Boah, gestern eine Wanderung, heute schon wieder eine Wanderung. Also ich spüre den Muskelkater und die Müdigkeit. Ja, wenn ich mir den Weg und den Berg so anschaue, dann weiß ich, dass ich die Layers nicht lange anbehalten werde. Da muss ich dann später gleich mal tauschen. Trotzdem freue ich mich, weil die Aussicht, ja, scheint spektakulär zu sein. Ich habe schon einige Bilder gesehen. Das wird eine tolle Sache. Aber es kam leider alles anders. Wir wollten jetzt nach diesem Erfolg bei Segler, das war ja auch so knapp 2 Stunden Wanderung, Stunde hin, Stunde wieder zurück, relativ steil, wollten wir eine größere Wanderung noch in Angriff nehmen mit einem richtig coolen Aussichtspunkt, wo man auch fast den Blick nochmal hatte auf diese Felsen, die wir schon fotografiert hatten, als wir gerade angekommen sind. Die Wanderung ein bisschen länger, so knapp 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Das Wetter sah aber tatsächlich sehr, sehr gut aus. Es hat nicht wirklich geregnet, ab und zu vielleicht mal Nieseltropfen, aber der Himmel war bedeckt, aber okay. Ja, es war okay, wir waren positiver Dinge. Das wird eine tolle Sache. Die Wanderung an sich hat Lukas vorhin so beschrieben, nicht so schwer, ungefähr wie gestern. Also wisst ihr, was auf uns zukommt. Ich bin sehr gespannt. Gerade die Schuhe wieder einigermaßen getrocknet und sauber, geht's direkt weiter hier. Zwischendurch war es auch schön, wir sind durch so einen Birkenwald. Das ist schon eine sehr surreale Landschaft hier.
fast aus wie so eine Steppe oder so. Als ob hier gleich so ein Elefant irgendwo rauskommt. Oder so ein Löwe da hinten liegt. Aber wir gehen ein Stückchen hoch. Puh, sieht mega cool aus hier. Überall so krakelige Birken. So, Schritt für Schritt geht's aufwärts. Die Aussicht wird immer besser. Also die Bäume sind weg. Jetzt hat es nur noch so einen Bodenbewuchs, der schön rote Färbung hat. Oder schönes Moos. Also auch der ein oder andere Hingucker. Puh, ich muss schnaufen. Geht ordentlich hoch, also let's go. Der Weg war anspruchsvoll, aber machbar. Es ist auch der ein oder andere Schweißtropfen geflossen, aber es war noch im Rahmen des Möglichen. Da unten haben wir geparkt. Geiler Blick. Wir haben noch einiges vor uns. Jetzt geht's hier über Geröll nach oben. Wir sind jetzt auf dem Plateau oben angekommen. Hier weht ein ganz schöner Wind. Also knapp eine Dreiviertelstunde, Stunde ging es jetzt so hoch. Jetzt haben wir es. Leute, guckt euch das an. You keep blowing me, keep holding. Geiler Blick. T-Shirt-Wetter, hä? Ja. Auf dem Weg nach oben waren wir natürlich alle schon mega pumped, weil wir eine tolle Aussicht auf der Mittelstufe dann schon mal nach links und nach rechts. Das hat Bock auf mehr gebracht. Der steilste Part ist geschafft. Dort drüben. Ja, dort. Dort geht's hin. Ja, da, di, da, di, da, di. Aber wir sind immer noch nicht da. Da müssen wir hoch und dann noch ein bisschen weiter. Es erinnert mich hier voll an Schottland. Hier sind auch so teilweise Schafe und so was. Aber ein guter Marsch hier, ein guter Marsch. Und ich habe voll verloren jetzt, wo ich gerade bin. Bin ich oben, bin ich unten, weil es die ganze Zeit so plateaumäßig ist. Und dann guckt man so nach hinten und sieht auf einmal, oh, das geht ja voll runter die ganze Zeit. Fast am Ziel. Diese kleine Insel haben wir vorhin schon mal gesehen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Da war der an diesem Karibikstrand im Hintergrund zu sehen. Und da unten ist auch wieder so ein heftiger Strand, ey. Das sieht so voll aus wie, keine Ahnung, so Costa Rica oder irgendwie sowas. Ja, als wir kurz vor dem Gipfel waren, gab es noch eine kleine Zwischenration. Wir hatten alle unseren Keks im Mund und haben philosophiert, wie jetzt der heranziehende Nebel wohl die Situation noch verdramatisieren wird. Man sieht es gar nicht mehr. Da ist noch ein Fels hinten dran. Aber jetzt sind gerade die Wolken sehr tief. Wir waren guter Dinge, wir waren gut gelaunt. Ja. Wir sind wirklich schon nah. Die letzten Meter geht es nach oben, noch mal so knapp 20 Minuten. Wir sehen schon, okay, warte mal. Der Gipfel, zu dem wir eigentlich wollen, der liegt in so einer Wolkendecke. Aber vielleicht zieht die Wolkendecke ja weg. Lass uns einfach mal reingehen. Vielleicht ist ja der Gipfel sogar über der Wolkendecke. Da waren wir naiv. Wenn sich der Nebel verzieht, könnte das richtig geil werden. So, jetzt nochmal pushen und dann sind wir da. Woo! Jungs! Yeah! Woo, 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 woo. We made it! Ja, noch nicht. Das dauert noch kurz. Aber gleich. Hey, bisschen Dunst entfernen rein, komm. Oder? Für etwas gibt's einen Regler. Dann kriegen wir das hin. Es hätte jede Wanderung gerechtfertigt, auch wenn es 4 Stunden gewesen wären. Aber es kam leider alles anders.
hat direkt angefangen zu stürmen, zu regnen und die Sicht war leider komplett auf Null. Die Klippe war nicht sichtbar, es war einfach nur weiß. Nada, nix, grau, Wolken, es ist feucht und eklig und kalt und windig. So war es dort oben nach einer 2 Stunden Wanderung. Ja, wir haben es ja schon befürchtet. Wir haben ein kleines Sichtproblem. Aber man kann zumindest erahnen, dass es hier vielleicht auch ziemlich tief runtergehen könnte. Der Boden ist mega rutschig. Careful, careful. So, ich stehe an der Kante und hinter mir ist einfach weiß. Hinter mir, unter mir ist überall ist es weiß. Ja. Und man hört das Meer rauschen. Aber man sieht es nicht. Aber wir waren guter Dinge. Wir haben gesagt, komm, lass uns erstmal was snacken. Lass mal abwarten, lass mal gucken. Vielleicht zieht es nochmal auf. Haben Regenradar geguckt und ich kann euch sagen, Regenradar dort im Norden, das könnt ihr knicken. Es regnet, wenn es regnen will. Es scheint die Sonne, wann die Sonne scheinen will. Und das kann sich in 5 Minuten so sein, in 5 Minuten so sein. Wir haben darauf geguckt, man konnte es knicken. Irgendwo soll ein Ozean sein, da hinten soll ein geiler Strand sein. Ich habe gesagt, wir geben uns so ein Zeitlimit von 1/2 Stunde. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Tipp, dass man sich ein Zeitlimit einfach setzt, wenn es dann einfach keinen Sinn mehr macht irgendwann. Und ja, jetzt hoffen wir, dass es in 1/2 Stunde klappt. Wir haben nichts gesehen. Es ist einmal ganz kurz aufgerissen. Es war zwar mega neblig, aber man konnte erahnen, was da unten Cooles abgeht. Der Rücken ist langsam nass von dem Rucksack, von dem Hochtragen, vom Schwitzen. Und wenn man sich jetzt so langsam dran gewöhnt, nicht mehr zu laufen, der Körper langsam so ein bisschen sich abkühlt, dann wird es auch echt frisch hier oben und unangenehm. So, wie ist die Lage? Ja, die Nase läuft. Es ist arschkalt. Was geht? Brillenträger, manchmal hasse ich es. Aber das Gute ist ja, du hast ein Mikrofasertuch im Arm. Zerstehen's. Genau. Was geht? Kalt, nass. Was geht? Ich bin schwanger mit einem Kamerababy. Boah, so ein Scheiß. Insgeheim hat sicherlich jeder gedacht, das ist wirklich richtig eklig gerade einfach. Dann noch diese Wanderung, wo wir einfach 4 Stunden investiert haben für nichts sozusagen. Das war schon ziemlich heavy. Ja, ärgerlich. Die Zeit ist fast rum. Wir haben uns ja dieses Halbstundenlimit gegeben. 5 Minuten haben wir noch. Und es sieht nicht so aus, als würde sich da nochmal irgendwas bessern. Es sollte nicht sein. Wir mussten dann umdrehen. Wir haben uns entschieden, hier nicht noch länger zu warten. Ja, hat nicht sollen sein, es hat nicht aufgemacht, aber ich denke, das gehört dann leider auch dazu. So oft, wie man auch Glück hat und super Momente erwischen da in der Landschaftsfotografie, so oft gibt es auch Momente, wo es einfach nicht klappt. Part of the game, sage ich immer. Ja, der Weg zurück ist natürlich ja, ähnlich, wie wenn du irgendwie einen Boxkampf oder ein Fußballspiel verloren hast. Du bist etwas niedergeschlagen und musst dann da noch den Weg antreten. Aber ja, so ist es halt. Ne? Manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du. Und wir haben ja auch dafür viele tolle Momente. Wäre halt schön gewesen, wenn wir da auch noch belohnt worden wären, aber kann man nichts machen. Und jetzt mussten wir diesen ganzen Weg, den wir vorhin hochgelaufen sind, mit einer guten Sicht, mit gar keiner Sicht mehr, komplett neblig und wolkenverhangen mit starkem Regen von der Seite wieder bergab laufen. Also das war wirklich richtig kacke. Wir haben jetzt ungefähr 35% der Strecke geschafft, zurück. Und es ist überall so, wie es jetzt ist. Das heißt, no Sicht, much rain. Meine Hose ist von der rechten Seite komplett nass, linke Seite überhaupt nicht nass, weil der Regen nur von dort kommt. Also ohne eine Orientierung würden wir wahrscheinlich jetzt noch dort oben irgendwo herumirren. Und wir waren dann so froh, dass wir im Auto waren und unsere Schuhe nur ausleeren konnten. So Leute, passt alles? Die guten Kolob und Gerstsocken, Grüße an der Stelle. Leute. Es war alles nass, also wirklich, das Equipment hat das alles gut ausgehalten, aber als wir dann unten am Auto angekommen sind, da war die Stimmung, kann man sagen, relativ im Keller. Klar, wir haben noch gescherzt und so weiter, aber insgeheim hat sicherlich jeder gedacht, das ist wirklich richtig
eklig gerade einfach. Und so eine Momente gibt's, ja, das ist völlig normal, das gehört dazu beim Fotografieren. Nicht jeder Tag kann ein Highlight sein, das ist ja wie im Leben auch, ne? Nicht jeder Moment kann super sein, nicht jeder Weg, den man auf sich nimmt für ein Foto, kann auch am Ende ein super Foto einfach geben. Ist ganz normal. Von dem her, ja, ins Auto und Sitzheizung an, dann läuft das. Und dann einfach weiterfahren, ab in die Unterkunft. Ich war ganz schön geschafft. Tag 3 war cool, aber hat ordentlich an den Kräften gezehrt. Wir waren einfach tot, wollten raus aus den nassen Klamotten und haben dann einfach auch gepennt. Gehst du hier rein? Schiebst du um? Ja. Wir hatten eine ganz kleine Hütte als Unterkunft und die Hochbetten, die haben ja echt mal kriminell ausgesehen. Guck mal, die Betten, das sind so Betten, die sind oben, keine Ahnung, ob das 90 cm sind oder 80 cm, auf jeden Fall ohne irgendeine Beschränkung. Das heißt, wenn du da runterfällst, dann klatschst du auf den Boden. Also ein falscher Move und man liegt unten. Ich habe beim Einschlafen wirklich darauf geachtet, dass ich sehr nah an der Wand liege und mich möglichst hoffentlich nicht umdrehen muss in der Nacht. Hier in dem Badezimmer riecht es nach Verwesung, denn die ganzen nassen Schuhe und Socken und alles Mögliche muss trocknen. Wir haben nur Fußbodenheizung. Das heißt, wir mussten alles auf diesen Fußboden legen. Und dann haben wir gestern Abend geduscht und dann ist diese Dusche so eine Dusche, wo das ganze Wasser einfach rausläuft. Das heißt, wir haben ja alles wieder überschwemmt und mussten dann erstmal alles wieder trocken machen. Ja, das heißt, alles ist noch nass von gestern. Geil. Da wir in der Nacht angekommen sind, es war dunkel, hat man jetzt am Morgen die Aussicht aufs Fjord gesehen. Und boah, das hat krass ausgesehen. Was für eine Aussicht, das hat mich echt geflasht. Gehen wir als nächstes zu einem weißen Strand, soll ähnlich aussehen wie der Hauglandstrand, ist aber nicht auf den Lofoten. Und das gucken wir uns an und ich freue mich schon zu sehen. Das heißt, wir sind erstmal wieder losgezogen mit halbnassen Sachen. Aber noch bevor es ans Fotografieren ging, erstmal ein Schock. Es nieselt nur noch ganz leicht, der Starkregen ist vorbei. Wir stehen jetzt am ersten Spot für heute. Es ist ein wunderschöner Strand, weißer Strand, türkises Meer, hinten dran Berge. Was will man mehr? Ein bisschen Himmel, ja, ein bisschen Struktur im Himmel wäre noch ganz schön. Jetzt ist gerade alles noch recht grau, recht flaches Licht, aber vielleicht ändert sich das noch. Am Strand hier sind wir eher zufällig, weil unsere Unterkunft wir einfach irgendwo gebucht haben, wo wir halt dachten, ja, das ist ganz cool, aber vorher gar nicht wussten, was da genau ist. Und dann haben wir so ein bisschen auf Google Maps mal geguckt und haben diesen Strand hier entdeckt. Das sieht so ein bisschen aus tatsächlich wie der Hauglandstrand. Die Herausforderung an dem Strand war, dass man erstmal gucken musste, was überhaupt interessant ist. Weil wenn es so schön ist, dann gibt es so viele unzählige Möglichkeiten, wie man fotografieren kann. Und als Fotograf ist es dann die Kunst und am Ende auch der Geschmack, der entscheidet, was genau man in das Bild nimmt, was genau man zeigen möchte, wie viel man davon zeigen möchte und so weiter. Das ist eigentlich auch ein guter Tipp, wenn man wo Neues ankommt, einfach mal die Kamera vom Stativ oder aus dem Rucksack zu nehmen und einfach mal durch den Sucher zu gucken. Da sieht man nämlich genau, was man kriegen würde mit der jeweiligen Brennweite. Ich habe hier einen richtig coolen Vordergrund gefunden. Steine, Schilf oder Gräser, türkises Wasser und Berge im Hintergrund. Das sieht doch schon mal spitze aus. Das kleine Problem ist nur, der Regen hat sich verzogen, dafür ist Wind gekommen. Wenn der Wind stark ist und du möchtest nicht, dass das Küstengras sich bewegt, musst du eine kurze Verschlusszeit wählen, auf jeden Fall. Also darauf sollte man achten. Schwierige Kombination mit einer Langzeitbelichtung. Ich
Ich laufe jetzt hier erstmal so ein bisschen am Strand rum und verschaffe mir einen Überblick. Also schau erstmal, was gibt es hier überall, weil häufig ist es so, da ist man an einer Stelle und schießt da so viele Fotos, dann fängt es an zu regnen und dann gab es vielleicht 3 Meter weiter eine Stelle, die viel, viel besser noch gewesen ist. Und wenn mich dann ein Vordergrund richtig catcht, dann fange ich an, Fotos zu schießen. Eine Qualle! Noch eine Qualle! So, da vorne ist ein guter Ort. Da gehen wir jetzt hin. Oh yeah! Oh yeah! Das ist das Wellenspiel, was ich will. Der da. Wenn du keine nassen Füße bekommen willst, aber trotzdem die Shots holen willst, musst du dich auf den Stein stellen. Kamera steht hier, gut festhalten, damit sie nicht umfällt. Weil so eine Welle kann schon richtig Bums haben. Dann den Shot holen. Meine Verschlusszeit ist aktuell bei einem Fünftel, Sechstel, Achtel, je nachdem, was ich gerade so mache. Manchmal spiele ich auch mit einer halben Sekunde Verschlusszeit. Hängt ganz davon ab, wie ich die Wellen darstellen möchte. Und deswegen benutze ich auch den ND-Filter, um ein bisschen mehr Spielraum zu haben. Das Ding ist nur, mein Filter ist permanent dreckig, weil der Wind und der leichte Nieselregen, die Wellen und so weiter auf meinen Verlaufsfilter rausspritzen. Ist in so einem Fall perfekt, das Mikrofasertuch im Ärmel einfach sauber machen. Ja, während ich mich jetzt da hinten an den Steinen ein bisschen ausgetobt habe, die Gräser mitgenommen, Steine, dann Langzeitbelichtung, natürlich aus der Hand, Stativ liegt im Auto, aber ein Fünftel oder ein Achtel, das hältst du schon, haben sich die anderen irgendwo da hinten ausgetobt und da gehe ich jetzt mal hin und schaue, was die so machen, weil nachdem die da auch schon über eine halbe Stunde sind, glaube ich, das ist ganz cool da hinten. Das schaue ich mir jetzt mal an. Oh, da ist schon wieder hier Komposition am Start, ey. Ja. Nice. Schön, ein bisschen Vordergrund. Dann halte ich mal an dir fest hier, dass man das auch sieht. Yes. Ja. Schaut gut aus, ey. Ich war noch da vorne bei diesem Wasserloch hier und das sah auch richtig cool aus, vor allem mit Poolfilter, ohne Poolfilter, den Vergleich mal sich anzugucken. Mir gefällt beides sehr gut, schreibt mal in die Kommentare, was euch besser gefällt, mit diesem sehr satten, entspiegelten Effekt oder komplett mit der Spiegelung. Ich mache immer beides und kann dann später am Computer einfach entscheiden, was mir tatsächlich besser gefällt. Also lieber mehr fotografieren und dann später die Auswahl haben. Ja, das ist genau das, was mir am meisten Spaß macht. Die Zeit vergessen, an einem Spot sein, verschiedene Positionen ausprobieren, auf die nächste Welle warten und einfach die Zeit und die Fotografie genießen. Das hat hier jetzt am Spot wunderbar geklappt. Was für eine mega geile Location, das haben wir echt dringend gebraucht nach diesem Reinfall, ja, gestern mit dem ganzen Regen. Ich glaube, wir haben jetzt 2-3 Stunden hier fotografiert, nonstop, und es sind super geile Bilder geworden. Also, hier könnte ich noch ein paar Stunden verbringen, definitiv. Und man hat richtig gemerkt, wie die Stimmung bei allen wieder so richtig nach oben reißt und man richtig Bock hat, wieder weiterzufahren und neue Motive zu entdecken. Das Reifenproblem. Alter Schwede, ist der durch. Der ist komplett schräg abgefahren und hier ist nur noch Gewebe. Also der hängt eigentlich im Seitenfaden. Und ich hoffe, dass wir nicht liegen bleiben, irgendwo mitten in der Nacht. Das wäre extrem ungünstig und da hätten wir wirklich ein großes Problem, hier irgendwo in der Wildnis stecken zu bleiben, mit geplatzten Reifen. Also wir hoffen mal, dass wir damit durchkommen und die Lofoten sicher erreichen. Und ja, eine andere Sache, ich meine, so ein Mietwagen hier im Norden ist schon auch nicht ganz günstig. Also da wird es noch das ein oder andere Hühnchen zu rupfen geben. Da die nächste Mietwagenstation mit einem möglichen Austauschfahrzeug über 3 Stunden entfernt auf den Lofoten und nur ein Steinwurf von unserer nächsten Unterkunft liegt, entscheiden wir uns, die Strecke planmäßig und vorsichtig weiterzufahren. Drückt uns die Daumen!
die Motivation am Tag Nummer 4 war natürlich eine ganz andere, weil man schon von den ersten Bildern vom Strand an dem Tag mega gepusht war. Man hat viele verschiedene Perspektiven mitgenommen, dann auf der Fahrt noch einiges und das pusht natürlich. Da hast du dann Bock und dann steigst du auch beim nächsten Mal nochmal aus, weil da könnte ja noch ein Spot auf dich warten. Eins ist uns besonders ins Auge gestochen, das war so eine kleine Bucht mit roten Fischerhäuschen, wo gerade Ebbe war und noch so ja, gelbe Algen irgendwie rausgeschaut haben. Foto machen, Foto machen! Juhu! Der hat schon wohl getrunken, bloß bei dem. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, dies zu fotografieren. Im Vordergrund vor mir sind gerade so gelbe Algen, die sich super einbauen lassen als Vordergrund, als Farbtupfer. Oder hier auch so schöne Details, ja? Wie das hier, so ein Schloss. Oder auch die Farben, ja. Mal so ein bisschen diagonal eine Aufnahme machen. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, ganze Häuschen oder Details. Wir sind ja in Norwegen, es ist relativ kalt und da ist es wichtig, die Akkus nah am Körper zu halten und durch die Körperwärme den Akku vor Entladung zu schützen. Und ich habe da ein ganz cooles System. Wir haben den kleinen Fotorucksack hier extra integriert, unter anderem auch wegen genau dieser Thematik, dass man die Akkus eben nah am Körper hat. Und ich mache das immer so, wenn mein Akku jetzt leer ist, was gerade der Fall ist, habe ich hier oben im obersten Fach zum Beispiel die vollen Akkus. Ich habe jetzt drei Stück hier, die sind komplett geladen und der Akku in meiner Kamera ist leer. Den nehme ich jetzt hier raus. Jetzt packe ich den ins untere Fach. Man kann das natürlich genau auch umgekehrt machen. Aber jetzt weiß ich heute Abend, aha, im unteren Fach sind die leeren Akkus. Im oberen Fach ist vielleicht heute Abend noch ein voller Akku, vielleicht auch gar keiner. Muss ich gucken, wie viel ich heute fotografiere. Und jetzt nehme ich aus dem oberen Fach den vollen Akku, mache den wieder rein in die Kamera und kann weiter fotografieren. Wir wollten eigentlich die 3,5 Stunden auf die Lofoten direkt durchziehen und dann dort abends noch fotografieren gehen. Wir haben aber unterwegs einfach so viele Motive gefunden, haben so oft angehalten, im wirklich 20-Minuten-Takt irgendwie gab es irgendwas am Straßenrand, dass ich das etwas nach hinten gezogen habe. Machst du belichtungsfrei? Ah, ja, belichtungsfrei. Und dann machst du am Computer das zusammen. Sicher, lass ich den Computer zusammenrechnen. Und dann gehst du zum Chinesen. Später gehen wir zum Chinesen. Wo hast du das gelernt? Alter, Kelvin. So, Grüße gehen raus. Was ist das hier für ein nice Vordergrund? Diese Pflanze. Guck dir mal die Pflanze an, wie die Scheine tue. Dazu das weiche Licht. Kannst du daraus ein Business machen? Das ist die Frage. Wenn das funktioniert, dann stimmt's Mindset. Mann, wir kommen wieder so spät heute an, aber es lohnt sich. Als wir so auf die Uhr geguckt haben, war es irgendwie schon 16, 17 Uhr und wir sind immer noch nicht auf die Lofoten losgefahren, sondern waren immer noch in der gleichen Region, wo wir eigentlich morgens gestartet sind. Die Strecke, die wir mehrmals im Jahr fahren für unsere Abenteuer-Fotoreisen auf den Lofoten. Heute bei Tag und nicht bei Schnee, das sind ganz andere Ansichten sozusagen. Und wir fotografieren jetzt hier so einen Bachlauf, den man im Winter so nicht sehen würde. Und das sieht erstmal schon ziemlich geil aus, aber in Fotos noch viel, viel mehr, weil hier überall so eine Steine im Bachlauf drin sind und das Wasser sich in diese Fließrichtung um diese Steine rumwindet. Dazu dieser dramatische Himmel, gefällt mir mega, mega gut. Und auch in diese Richtung, super spannend. Es lohnt sich, ab und zu mal einen Pipi-Stop zu machen.
geflowt, es ist geflutscht, es hat funktioniert. Mag vielleicht auch daran liegen, dass es am Morgen nicht gleich in Strömen geregnet hat, sondern dass wir erstmal ein bisschen warm werden konnten mit dem Fotografieren. Das hat schon gut getan. Where do we go from here? Tell me, where do we go from here? Show me, yeah. All I need is directions, 'cause I'm feeling the pressure. Where do we go? Where do we go from here? Ja, wir waren alle mega gepusht von der Fahrt, von dem Tag, von den Motiven und haben uns auch schon so ein bisschen hochgeschaukelt, denn es hieß, wir haben ein Haus zur Verfügung, die letzten drei Tage. Großes Haus, Villa, ja, mit vielen Zimmern, Betten. Ja, es war nicht ganz so, wie man es erwartet hatte. Ja, an dem Haus waren so einige komische Sachen. Also zum einen die Bettenverteilung, das eine, mein Bett steht in einer Abstellkammer, wo ich die Tür gar nicht wirklich zumachen kann. Gute Nacht! Ach so, oh, geht gar nicht zu. Die Fenster sind mit Klebeband abgeklebt. Also wenn es hier zieht? Es roch ein bisschen komisch. Ja, hier sind wir jetzt die nächsten drei Nächte. Ja, wir sind um 23 Uhr hier angekommen. Es ist kalt im Haus, weil es keine Heizkörper hat. Es ist irgendwie creepy, es ist irgendwie ungemütlich. Schau dir mal das an, also. Alter, safety first, ey. Das, wenn du hier raus willst, Alter, wenn die loslegen, ne? Ah, Hilfe! Junge. Ey, so ein Haus kannst du nicht vermieten, ey. Das ist ja eine halbe Bruchbude. Also keine guten Bedingungen. Ja, also mit dem Vermieter gequatscht und der Vermieter meinte nur, ihr müsst in den Keller gehen, weil dort hat es eventuell noch Heizkörper. Vielleicht sollten wir das eher nicht tun. So, wer geht zuerst? Jetzt stehe ich vorne. Boah, das stinkt schon. Also es war ein richtiges Geisterhaus. Seid vorsichtig, Christoph. Was los? Okay, dann geht's weiter. Schau, ich hab kein Licht, Alter. Ich hab kein Licht. Was wurde wohl auf dieser Bank schon? Da ist ein Fleck. Blut. Ich erstmal in die Ecken, da ich mal rein. Okay, was ist denn? Guck mal, hier ist noch so ein Stuhl, der sieht auch ein bisschen creepy aus, der Stuhl. Ja, da hat es Flecken drauf. Okay, was ist denn? Hier geht's echt einmal in den Kreis, ne? Okay. Hier, ist auch ein Buchstaben. Ja, krass. Nice. Nein, jetzt sind zwar ein bisschen räuchig, aber einen haben wir schon mal. So, aber vielleicht noch einen. Feuermelder? Sonst ist hier nicht viel. Weißt du, das ist eine gute Idee, den nach oben zu nehmen. Ja, hier, ja, das war schon normal. Das meinst du, der ist verflucht? Der ist verflucht. Mäuse rausgefetzt. Oh, schnell wieder hoch da. Alter, das ist die Steintreppe. Ja, da war wirklich ein Heizkörper, Alter. Wie krass ist das? Aber das Ding ist, wir haben zwei Schlafzimmer. Jetzt müssen wir schnick, schnack, schnuck machen, wer den bekommt, ey. Noch einen entdeckt. Ja. Gerade hinter der Treppe. Cool, dann haben wir doch zwei. Ja, wir haben dann diese Heizkörper gefunden, haben dann das erste Mal auch tatsächlich unsere Schuhe getrocknet. Und als dann so diese Feuchtigkeit aus den Schuhen rausgegangen ist und der Raum sich langsam erwärmt hat, ist die eine Scheibe beschlagen. Alter. War da auf einmal so eine Kinderhand. Das ist jetzt kein Scheiß. Meine Hand ist so groß, die Hand war vielleicht so groß, eine Kinderhand an der Scheibe. Alter, und hier sollen wir schlafen. Ich habe mir mit Ludwig ein Zimmer geteilt und bei uns waren so eine weirden Kleiderschränke irgendwie in den Wänden verbaut. Und ich habe dann einfach das Bett vor diesen Kleiderschrank gestellt, dass keiner aus diesem Kleiderschrank rausklettern kann, Alter. Ja, wir haben schon ein bisschen Para geschoben, aber schlussendlich waren wir einfach viel zu müde und haben einfach gepennt.
Wir haben die Nacht überstanden. Ja, alle waren noch da am Morgen. Niemand hat was Paranormales wahrgenommen. Und ja, wir haben ausgeschlafen. Wir sind dann, weiß nicht, gegen 12 Uhr oder sowas langsam losgegangen und mussten uns dann erstmal um unseren Mietwagen kümmern. Wir sind jetzt in Leckness und haben mal das Reifenproblem geschildert. Jetzt gucken wir, was getan werden kann. Vielleicht kriegen wir einen Austauschwagen, wenn einer da ist. Es ist ja nicht so, dass tausende von so einem Neunsitzer-Bussen jetzt hier rumstehen. Ich bin mal gespannt. Aber wir wollen natürlich vermeiden, dass der Reifen in die Luft geht, vor allem wenn wir dann zum Flughafen zurückfahren. Das wäre sehr, sehr ärgerlich, wenn wir den Flug und alles Mögliche verpassen. Es hat alles in allem gut anderthalb Stunden ungefähr gedauert. Dann haben wir aber tatsächlich ein neues Fahrzeug bekommen für 2 Tage. In dieser Zeit wurde ein Reifen getauscht. Ich glaube, sowas wird in Deutschland auch nicht gemacht. Da werden immer beide Reifen gleich getauscht. Hier hat man jetzt einen Reifen getauscht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir für die Zeit ein Austauschfahrzeug. Ein bisschen kleiner, ein SUV, 5 Leute, war schon ein bisschen kuschelig da drin, aber nur mit den Fototaschen hinten drin, nicht mit dem ganzen Gepäck, hat das einigermaßen funktioniert. Aber ich sag mal so, es war schon auf Anschlag voll gepackt. Ja, wir sind dann mit dem neuen Wagen gleich ein bisschen über die Lofoten getuckert und das ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Kulisse. Also nochmal krassere Berge, nochmal krassere Schluchten. Mega cool. Und wir haben da auch direkt in der Bucht angehalten, wo ein wunderschöner Bachlauf war. Der hat dann hinten in einem Wasserfall geendet, hinten dran wieder steile Berge. Es war mega schwer, das fotografisch irgendwie festzuhalten. Hier ist so ein Baum und von der anderen Seite sieht es gar nicht so spannend aus, aber der steht auf so einem Hügel drauf. Und da hinten ist dieses kleine Haus mit dem Berg, mit den Wolken so tief. Und das zusammen sieht richtig geil aus. Also alles eine Frage des Blickwinkels. 10, 20 Meter weiter kann es ganz anders aussehen als 10, 20 Meter weiter vorne. Auch schön bedeckt, was auch super ist für Bachläufe, weil es dann schön ausgeleuchtet ist und keine Lichtspitzen entstehen. Also das sind super Bedingungen eigentlich. Problem ist, schwierig darzustellen. Ja, sieht zwar geil aus, aber durch die Kamera ein bisschen schwierig, sehr wuseliger Hintergrund, sehr wenig Tiefe. Manche Spots muss man eben auch erleben und nicht nur fotografieren. Man hätte jetzt noch weiter nach oben klettern können, aber ich sag mal, meine Schuhe sind jetzt schon durch, weil es hier alles sehr, ja, sumpfig und feucht einfach ist. Ich spare mir die Energie für ein anderes Motiv. Christoph, der Drohne unterwegs und? Ja, kleine Dusche abbekommen. Ey, muss auch mal wieder sauber werden, ne? Ja, oder? Ich schicke mal die andere hoch durch die Wolken. Dann kommt es jetzt frisch geputzt wieder runter. Ja. Das ist gewisse, die reinigen ihre Drohne zu Hause. Andere fahren nach Norwegen zum Drohnenreinigen. Verschiedene Techniken, die zum Ziel führen. Ich habe jetzt noch mal eine Stelle gesucht mit Blick auf die Berge. Und was ich hier ziemlich geil finde, ist, es ist aktuell Flut. Und der eine oder andere kann sich vielleicht noch an die Around the World Folge im Winter hier auf den Lofoten erinnern. Genau hier waren wir. Aber bei Ebbe, da kann man fast komplett, ja, bis zu dem Haus da drüben laufen. Und natürlich auch zu dieser Insel, auf der waren wir nämlich auch drauf. Jetzt bei Flut geht das nicht. Und es sieht sehr, sehr geil aus im Bild mit dieser Insel hier unten. Dann dieses orange Zeug außenrum, das Haus und der Berg, mega Motiv. Es hat dann aber relativ schnell eben wieder angefangen zu regnen und so sind wir wieder ins Auto zurück und ein bisschen weitergefahren. Christoph war ja noch nie auf den Lofoten gewesen und so haben wir natürlich auch Stopp gemacht bei dem Lofoten-Motiv schlechthin, Hamnøy. Immer wenn es um Norwegen, Lofoten geht, ist irgendwo dieses Bild zu sehen. Kennt jeder, hat jeder schon mal gesehen und es war ein Traum.
Captain noch nie da gewesen, trotzdem schon tausendmal gesehen, via Google Maps schon öfter hier über die Brücke gefahren, jetzt zum ersten Mal live da. Geil! Immer wenn ich ein Geländer habe, benutze ich mein Stativ genau so, nämlich bam, ranklemmen. Ich habe ja drei Schaumstoffe hier und die halten das perfekt fest, weil sonst würde das von der Höhe nicht funktionieren. Wir haben hier vor einigen Jahren das Geländer nochmal erhöht. Früher konnte man da einfach rüber fotografieren, heute ist das tatsächlich schon auf Schulterhöhe fast. Hier ist auch direkt eine Straße nebendran, muss man aufpassen, dass man keinen Schritt nach hinten macht und runterplumpst und auch aufpassen, wenn dann ein dicker LKW durchfährt, weil das passiert hier ab und an. Aber es ist ein mega geiles Motiv. Ich habe schon so oft fotografiert und trotzdem sieht es jedes Mal anders aus. Also zum Fotografieren fantastisch, als hätte es ein Fotograf vielleicht so platziert. Du hast Berge im Hintergrund, Wasser im Vordergrund, epische oder schöne Hüttchen, malerisch. Und es passt wunderbar auf dem 16 mm oder mit 14 mm war sogar noch besser. Ein Traum zum Fotografieren und man hat keine Anstrengung. Man kann anhalten, aussteigen, Bild machen. Mag ich auch ganz gern. Zwischen Hamnoi und Rheine haben wir auch noch einen kurzen Break gemacht und ein bisschen Lachs-Sushi und einen leckeren Fischburger gegessen. Der Himmel ist so ein bisschen aufgezogen, ein bisschen Wolken verhangen. Die Lichtstimmung ist sehr, sehr schön. Es ist jetzt so eine Stunde vor Sonnenuntergang, also goldene Stunde kann man sagen. Wir gehen jetzt hier ein bisschen auf einen kleinen Wandertrip, kann man sagen, durch die Stadt und schießen geile Fotos. Ihr kommt mit. Das Besondere an Rheine ist, dass es so viele Fischerhäuschen hier hat. So viele Motive. Es hat nämlich auch die schönen Berge ringsrum, das Fjord, Fischerboote. Also hier gibt es alles, was das Fotografenherz begehrt. Schön, ja. Es ist ein wunderschönes kleines Städtchen. Ich frage mich gerade noch ein bisschen, wo man läuft. Denn ich habe nur eine Straße gesehen, keine Gehwege. Man läuft tatsächlich auf der Straße. Deswegen muss man auch immer aufpassen, wenn ein Auto kommt. So, jetzt geht's hier weiter. Wir haben Ebbe. Und durch das wir Ebbe haben, und bleiben so kleine Wasserbecken zurück. Und da gucke ich jetzt mal, ob ich so ein Häuschen und die Berge im Hintergrund, da ist nämlich ein bisschen Farbe da, ob ich das zusammen gut in Szene setzen kann. Eins, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist dieser massive Berg, der mich ein bisschen an Milford Sound in Neuseeland erinnert. Vorne dran eine Brücke. Ich hatte da noch das Glück, dass gerade so ein oranger VW-Bus drüber gefahren ist. Ich habe im richtigen Moment abgedrückt und das war auf jeden Fall schon mal ein cooler Shot für den Einstieg. Da unten liegt ein Schiffswrack. Das Problem war nur, es war ultra rutschig. Es war nämlich gerade Ebbe. Und das Wasser war relativ flach und man konnte in Bereiche gehen, wo man sonst eben, wenn das Wasser hoch ist, nicht gehen kann. In diesen Bereichen ist aber der Stein super glatt und mit so einer Schmierschicht, kann man sagen, versehen. Und dazwischen sind eben Algen, die auch super rutschig auf diesen Steinen drauf liegen. Ich war schon etwas vorgebrandet, als wir da hingelaufen sind, denn ich wusste, wie rutschig es sein kann. Neben mir hat Kameramann Ludwig einmal so richtig böse weggelassen. Einfach die Füße weggezogen, während er mich gefilmt hat. Und da wusste ich schon, ey, aufpassen, es ist Vorsicht geboten, es ist rutschig. Ich musste immer näher ran, immer näher ran, immer näher ran auf diesem rutschigen Boden. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt habe ich dann hingesetzt. Alles war cool. Ich habe das eine oder andere Bild gemacht. Hochformat, Querformat, richtig cool. Solange ich mich nicht bewegt habe. Ben, wie ist die Lage? Ich hänge am seitenden Fahrleiter. Ich habe gedacht, ich gehe noch ein bisschen näher ran. War eine schlechte Idee, Alter. Weil sobald ich mich angefangen habe zu bewegen, hat man so leicht angefangen zu rutschen. Wenn ich hier im Wasser bin, dann bin ich im Wasser. Das ist so tief. Guck mal, wie weit mein Stativ da einfach schon drin steckt.
Ich darf mich jetzt gar nicht mehr bewegen, weil sobald ich jetzt anfange, mich zu bewegen, rutsche ich komplett ins Wasser rein. Ja, Kamera first, dann ich. Nass bin ich eh schon. Meine Schuhe sind seit 4 Tagen nass, glaube ich. Aber Freunde, das ist mir einfach wert. Man muss Prioritäten auch setzen, wisst ihr? Trocknen kann jeder. Aber diesen einen Moment festhalten. Das war echt. Wir haben dann gesehen, dass da so ein Schiffswrack noch aus dem Wasser rausragt, was man, ich glaube, wenn keine Ebbe es überhaupt nicht sieht, weil nur der Mast oder was rausragt. Mega cool, es war aber ultra schwer dahin zu bekommen. Es war glitschig, es war rutschig und ich muss auch sagen, ich habe mich nicht so weit vorgetraut wie die Jungs. Ich darf mich jetzt gar nicht mehr bewegen, weil sobald ich jetzt anfange, mich zu bewegen, rutsche ich komplett ins Wasser rein. Und während ich so in die Kamera reinlabere und noch irgendwas erzähle von wegen... Man muss Prioritäten auch setzen, wisst ihr? Trocknen kann jeder. Habe ich irgendwie mein Gewicht verlagert von der linken Arschbacke auf die rechte Arschbacke oder so und fange an, auf einmal aus dem Nichts zu rutschen. Das war echt... Okay, Mann. Durch den Schock, durch das Adrenalin irgendwie war es tatsächlich gar nicht so kalt. Ich habe auch Panik gekriegt, weil ich gesehen habe, dass meine Hose genau bis hierhin nass ist im Wasser drin. Und ich nicht wollte, dass mein Handy in dieses Salzwasser reingeht, weil ich nicht wusste, ob es dann kaputt geht oder was auch immer. Warte mal, ich kann mein Handy einstecken, dass es nicht nass wird. Ey, gerade noch gesagt und dann fangen diese Algen an zu rutschen, Alter. Jetzt bin ich auf jeden Fall nass. Das kannst du mal einstecken. Kamera. Ach so, wie zu Knopf. Ah, guck mal, das ist auch ein Metallknopf. Das hängt hier, Alter. Also, das ist so rutschig. So eine Scheiße. Guckt euch das mal an. Durch, Alter, durch. Ach, so eine Habe ich Wechselhose dabei? Ich glaube nicht. Aber Unterhose ist noch trocken eigentlich. Das ist eigentlich nur unten. Habt ihr die Buchse ist trocken. Alter, lost. Ja, ein Opfer hat dieser Spot schon gefordert. Wünsch mir Glück, dass ich hier trocken hochkomme. Das ist nämlich wie Schmierseife. Ja, und bevor ich mir die Hosen nass mache, habe ich mir gedacht, ey, da packe ich die Drohne aus. Christoph fährt einfach so runter, macht Langzeitbelichtung vor und sagt, mir doch egal. So, vielen Dank fürs Daumen drücken. Ich habe es trocken geschafft, sozusagen. Ein bisschen nass, aber ist ja nichts gegen diese Geschichte hier. Ich sag mal so, aber Popo ist nur hier nass. Der Rest ist alles trocken. Das heißt, der neue Mietwagen wird nicht ganz so doll leiden. Sitzheizung. Genau. Und dann läuft das. Aber ey, es hat sich aus meiner Perspektive vollkommen gelohnt, weil es sind wirklich geile, einzigartige Bilder geworden von diesem Schiffswrack, was du bei Flut nicht richtig fotografieren kannst, wo ich nah rangehen konnte, wo das Licht gepasst hat, der Moment gepasst hat. Als ich die Bilder dann im Gruselhaus angeguckt habe, Motiv, Hintergrund, Lichtstimmung und so weiter, habe ich gesagt, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Sonne ist untergegangen und die Lichter der Häuser an. Und das nutzen wir jetzt. Wir fotografieren die blaue Stunde mit den roten Häusern und den Lichtern und den wolkenverhangenen Bergen. Auf dem Rückweg, als wir schon komplett eingepackt hatten, ich noch komplett mit nassen Hosen und so weiter, haben wir tatsächlich auch noch mal Stopp gemacht, weil wir einfach diese zwei kleinen roten Fischerhäuser noch mal fotografieren wollten. Die sahen so episch aus mit den kleinen Lämpchen an, weil es war so blaue Stunde, vielleicht sogar kurz danach schon fast komplett Dunkelheit. Und es sah irgendwie so cool aus mit der Spiegelung auch im Wasser, dass wir direkt auch noch ein paar Fotos gemacht haben.
Jeder von uns wird eine Sache, eine norwegische Spezialität kaufen, die was Besonderes ist. Aber das Wichtige, jeder von uns muss hier auch essen. Also wenn ihr was richtig Ekliges holt, müsst ihr sie selber auch essen. Okay, das ist ein Sicherheitsmechanismus, der eingebaut wurde. Das riecht schon durch die Verpackung so ganz leicht. Ist das Stockfisch auch? Kann man das hier drauf lesen? Ja, ich hätte es gesagt, ja. Farret Claration Snacks. Der kommt hier sogar aus der Gegend, aus Harstad. Das ist wie so Beef Jerky, einfach aus Fisch. Naja. Das riecht so wie Fisch. Junge. Das riecht so, wie wenn man hier im Winter unterwegs ist und der überall der Stockfisch hängt. Oder wenn du in die Zoohandlung gehst. Das riecht wirklich wie Zoohandlung, ne? Wie dieses Trockenfutter, was du so an Aquariumfische. Ja, Aquariumabteilung. Ja. Ein kleines Eckteil. Lecker. Okay. Wohl. Zum Wohle? Ja, wenn man ein bisschen länger kann, dann ist es eigentlich ganz gut. Wir probieren es mal. Ich finde das ganz easy eigentlich. Es ist weniger schlimm wie erwartet. Ja, aber es hat einen ekligen Geschmack, Alter. Schmeckt wie wenn du so eine Sardellenpizza hattest und die so 3 Tage stehen lässt. Ja, genau. Und dann nochmal den Backofen machst und zu lange drin lässt. Ja, ungefähr. Ungefähr so. Mhm. Und es wird ein bisschen mehr im Mund. Ich finde, wenn es so aufquellt langsam und sich der Speichel mit dem getrockneten Fisch vermengt. Und das ist wieder was in den Zähnen hängen. Oh ja. Da kommt immer wieder der Geschmack auf. Mhm. Können wir mal anstoßen? Ja. Ja. Original. Cheers. Norwegisches Getränk. Villa heißt das. Und das sieht aus wie Almdudler. Es schmeckt aber komplett anders. Boah. Kann man sippen. Schmeckt sehr, sehr süß. Bisschen gummiartig, ne? Ja. Wie so... Bazooka, Kaugummis. Ja, wie Kaugummis oder wie so Huba Huba Eis außen, dieses rote. Bum-bum. Da außen so Bum-bum. Nicht vor Bum-bum-Eis, ganz gar nicht. Bum-bum-Eis, das meine ich. Dieses rote vom Bum-bum-Eis, so schmeckt das. Mit Kohlensäure. Lukas, ja, lecker. Was hast du? Gamma Lost. Der heißt das? Klingt vergammelt auf jeden Fall. Und ja, Spezialität aus Norwegen. Es wird nämlich mit Sauermilch gemacht. Und kann man sogar ohne Kühlung aufbewahren. Und je länger... Das ist gut. Das ist jetzt ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Nö, das gute Zeichen für uns ist, je länger, dass man den anscheinend lagert, desto krasser wird der Geschmack. Ach, du liebe Zeit. Also das heißt, wir haben ihn erst gerade gekauft, ich bin guter Dinge. Okay. Ja, lass mal... Ich bin nicht so Käse-Fan, muss ich ehrlich sagen. Jetzt schon. Das ist die Konsistenz vom Brot. Alter. Ih, der hat die Konsistenz vom Brot. So sieht er aus. Was ist das? Norwegische Spezialität? Ja, okay, bei der Kruste wäre das ja okay, aber der ist ja komplett innen drin so hart, ne? Und so krümelig. Ja. Krümelkäse. Und wie riecht es? Ein bisschen muffig so. Ja, so, wie sowas, was feucht geworden ist. Und so es sieht auch ein bisschen aus wie Dämmung hier in den Fenstern. Ja, ich hab da auch gedacht. Oder umgekehrt, das wird damit gedämmt. Alter. Ja, das Geschmack ist schon säuerlich, ne? Okay, das Stück das sieht ja voll die Fäden, wenn man das auseinanderzieht. Ist es echt noch gut? Räutig. Fäden ziehen das normal nicht so. Es ist wie so Haare, als ob da so Haare drin wären von so Schafen. So Trollpuppe. Jetzt ist es wirklich ein bisschen aus dem Puppe. Okay, lass mal probieren. Let's do it. Okay. Boah. Boah. Ich kenne da auch. Ich habe nur ein kleines Stück. Alter. Genau. Der Nachgang ist auf jeden Fall eklig, Alter. Alter. Cheers. Ich krieg dich auf da Alter. Auf ein Villa. Sorry, liebe Norweger. Ist bestimmt sehr lecker. Heiliger Bimbam, Alter. Man muss ja nicht alles mögen, ne? Ich glaube, viele Leute, die nach Deutschland kommen, finden auch viele Sachen. Oh, Junge. Wir haben hier noch was Feines, und zwar ein Flötenpudding. Ja, warum der Flötenpudding heißt, ich weiß nicht. Ihr könnt es mir vorstellen, aber es sieht auf jeden Fall sehr räudig aus. Boah. Junge. So, noch eine Kerze rein zum Geburtstag. Viel Glück.
Zum Geburtstag. Haben wir einen Tortenheber vielleicht noch? Oh, leck. Oh, guck mal. Ich will nicht jetzt sagen. Ich warte, bis sie ihn essen. Er isst schon. Ja. Als wäre gar nichts, hockt er da und schleppt vor sich hin. Nicht so schlimm, oder? Geht. Boah, mit der Konsistenz, Alter. Ich finde die Konsistenz ja, auch schon mega auch, eklig. Ja. Muss man mögen. Er hat auch ein bisschen was von alter Weißwurst, oder? Ja, ja. Diese Fischsachen gingen tatsächlich, aber der ist... Das ist hart. Na. Der hat so einen Geschmack, der ist nicht zuordnbar, ne? Nö. Das schmeckt einfach nach... Und das ist auch die Konsistenz an sich. Ey, diese Haare, die da drin sind. Ja, das sieht richtig... Das sieht crazy aus. Was sind diese Haare? Das sind irgendwelche... Ja, Schimmel. Das ist Schimmel? Ja, das ist Schimmel, genau. Mm, ja, schön. Das war erklärt. Gut, hätten wir das auch geklärt. Challenge complete. Jawoll. Seid ihr bereit? Wir haben eine Challenge gekriegt und zwar wir haben eine Stunde Zeit hier am schönen Utterclive Beach, um ein Bild zu schießen. Ja, nur ein Foto machen zu dürfen in einer Stunde ist halt absolut verrückt. Wenn man nur ein Foto Zeit hat, überlegt man sich ganz genau, geht man ein Risiko ein und wie hoch ist das Risiko, was man eingeht? Am letzten Tag stand eine spannende Challenge an, und zwar die Ein-Bild-Challenge. Also wir haben eine Stunde Zeit, um ein Bild zu schießen. Ein Foto nur. Nur ein Foto, nicht 10, nicht 20, nicht 15, sondern ein Bild. Und ich darf nicht löschen, also ein Foto machen und wenn es scheiße ist, wieder löschen? Leider nein. Einmal draufdrücken, dann ist fertig. Genau. Auch nur mit einer Kamera. Mit einer Kamera, sorry, tut mir leid, Christoph. Let's do it. Das wird eine lange Stunde. Das ist schon krass, weil sonst schieße ich wirklich viele Fotos. Und das ist für mich auch immer so ein Prozess. Ne? Es ist ja nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Man geht irgendwie hin und schießt dann ein Foto und geht weiter und schießt wieder ein Foto. Das ist für mich total unsinnig eigentlich, weil manchmal der Weg das Ziel ist. Ne? Man entdeckt über das Foto, was man schießt, etwas, was man noch verbessern kann, tastet sich dann langsam ran an eine bessere Komposition, verändert dann nochmal was, das Licht verändert sich, man schießt nochmal ein Bild, man bleibt über eine Stunde, zwei Stunden an der gleichen Location und nimmt eben diese komplette Veränderung des Lichts und des Moments und so weiter mit und erstellt darüber die Fotos. Aber das geht nicht bei der Ein-Foto-Challenge. Es ist halt nur ein Foto. Das heißt, man muss sich ganz genau überlegen, wann man abdrückt. Oh Mann, ey, ich bin mir echt unschlüssig, ob ich jetzt schon abdrücken soll. Es ist gerade mal eine Viertelstunde rum. Aber das Wasser kommt, ich muss mich entscheiden, ich muss mich beeilen. Ich bin schon echt fast eingeschlossen hier auf meiner Insel. Es sieht echt cool aus. Also gerade für mich, ich liebe es zu fotografieren. Ich liebe diesen Auslöser zu drücken und auch die Vergleichsmotive zu haben. Und dann sich nur auf eins zu beschränken, das war richtig so ein bisschen Gänsehautmoment, Nervenkitzel. Ich habe mir lange Zeit gelassen. Das könnte auch schön sein hier, so eine Linie mit den Algen. Auf Führung zum Berg. Gefällt mir, das merkt mir mal und schau weiter. Ich hatte erst überlegt, nehme ich ein paar von den runden Steinen in den Vordergrund. Bin dann noch ein bisschen weiter rumgelaufen, habe dann überlegt, ob ich so ein Auge fotografiere. Aber die Herausforderung ist jetzt natürlich auch, fotografiere ich Quer- oder Hochformat? Mit Polfilter, ohne Polfilter? Normalerweise taste ich mich dann so ran, bis ich das Bild habe, wo ich sage, ist geil. Jetzt habe ich nur ein Bild. Tough. Wobei man aber ehrlich gesagt natürlich auch sagen muss, dass diese Challenge aus heutiger Sicht viel, viel einfacher ist als vor 5 Jahren noch. Wenn ich das mit einer DSLR hätte machen müssen, wäre das viel, viel schwieriger gewesen. Weil man sieht ja die Belichtung zum Beispiel nicht direkt im Sucher, höchstens maximal im Live-View vielleicht. Aber Kameras sind ja heute mittlerweile so intelligent. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wie es früher gewesen sein muss, wenn man bloß auf so einer Reise 24 Bilder zur Verfügung hatte und es wirklich gut einteilen musste. Ich meine, das habe ich bloß als Kind mitbekommen.
Das ist eine absolute Herausforderung gewesen. Es ist eine wackelige Angelegenheit, wie ich hier stehe. Oh, jetzt kommt eine große Welle. Scheiße. Ich hoffe, ich stehe safe. Man ist einfach so in dem Modus drin, wo man nochmal fokussierter an das Ganze rangeht. Also jetzt heißt die perfekte Welle binden und abdrücken im richtigen Moment. Ach du Kacke, ich muss mich jetzt schicken. Ich mache jetzt ein Bild und erkläre dir alles danach. Filter sind installiert. Ich habe Wollfilter drauf, ich habe einen 8er ND-Filter drauf und ich habe einen 2.0er Vollausfilter, um richtig krass den Himmel hier zu strukturieren. Ich hoffe, es klappt. Schärfe ist eingestellt, auf unendlich fokussiert. Jetzt muss nur noch die richtige Welle kommen und dann drücke ich ab. Ein nicht ganz einfacher Entscheid, weil Wellen können ja immer wieder mal so oder so sein. Entweder es klappt oder nicht. Und normalerweise mache ich mehrere Shots und kann dann abgleichen, weil es der Geiste ist davon. Diesmal halt nicht. Also echt schwierig. Ich habe mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt zur Ansel Adams Zeiten. Ja, ein Bild, alles einstellen, es muss passen, that's it. Also ein bisschen back to the roots. War spannend. Ich habe mich dann für ein Foto entschlossen von so zwei Steinen. Der Moment ist gekommen. Ich habe jetzt einen ND-Filter drauf, ich habe einen Polfilter drauf. Verlaufsfilter lasse ich weg, das Risiko ist zu hoch, der Wind ist sehr stark, dass es daran wackelt und dann die Belichtung leicht verwackelt. Auch mit ND-Filter ist jetzt schon ein leichtes Risiko. Wenn ich mehrere Schüsse hätte, würde ich einfach hintereinander durchschießen, irgendein Scharfes ist mit dabei. Aber für ein Foto, da klatschen die Wellen jetzt schon rüber. Und ich musste da aber warten, bis die Welle groß genug war und habe da bestimmt 5-6 Minuten gewartet, bis ich schlussendlich auf diesen Knopf gedrückt habe. So, I just did it. Ich habe drauf gedrückt, Leute. Ein Bild. Ich bin ja ganz okay zufrieden, sagen wir mal. Es hat geklappt. Ich habe extra gewartet, bis die Wellen. Ich darf hier das Stativ nicht loslassen. Der steht so heikel hier drauf. Aber ich habe gewartet, bis die Wellen zurückziehen. Und hab dann, das wird immer mehr hier, und hab dann ausgelöst, weil ich dann ein bisschen die schöneren Schleier hab, wie wenn die Wellen vom Meer reindrücken. Ich habe ein paar von diesen Steinen, die eigentlich wie Eier aussehen, die da rumliegen, in den Vordergrund gebaut, hab gewartet, dass eine Welle kommt, also das habe ich mich dann doch getraut, Wasser mit einzubauen, was ja auch schwierig ist, du musst im richtigen Moment drauf drücken und den Berg im Hintergrund, solider Shot, ist ganz gut geworden, aber da hätte es auf jeden Fall noch ein paar andere Highlights gegeben an dem Beach. Ja, ich habe das Bild innerhalb der letzten 10 Minuten geschossen. Ich habe ein Bild gekriegt. Ah, cool, das mit den Wellen hat gepasst, aber Schärfe. Junge, da ist was ein bisschen schief gegangen. Ich weiß nicht genau, vielleicht war es ein Fehler, einen Verlaufsfilter zu benutzen. Es hat ein bisschen gewackelt mit dem Wind oder irgendwas war ein bisschen blurry. Man weiß es nicht. Bisschen Unschärfe ist drin. Trotzdem, ja, es ist die Challenge. Hat Spaß gemacht und ein Bild ist da. Ich habe bestimmt 5 Minuten warten müssen, bis der Moment richtig war. Und dann auf den Auslöser gedrückt. Ah, geil. Cooles Foto. Der Himmel könnte noch ein bisschen besser sein, aber alles in allem bin ich ziemlich zufrieden mit diesem einen Foto, was ich schießen konnte. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich würde sagen, perfektes Timing. Ich pack die Sachen zusammen, geh zu den anderen. Hatte mein Bild im Kasten, da habe ich dann natürlich noch ein paar mehr Bilder machen können und konnte glücklicherweise noch ein paar andere Motive mit einfangen. Und da gab es schon wirklich coole Motive mit diesen Strukturen, mit den Wasserbecken. Oh, das hat Bock gebracht. Also da sind so viele Motive an dem Strand, da hätte ich den ganzen Tag verbringen können. Ja, jeder, der mittlerweile irgendwas mit Fotografie zu tun hat, kennt wahrscheinlich jetzt Hautland durch die Klamotten, aber war noch nie dort und hat es noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ja, schon eine sehr imposante Kulisse, wenn man da das erste Mal drauf zufährt, die Straße lang und dann macht sich so langsam der View auf und man sieht diesen Berg. Ich habe ihn mir ehrlich gesagt viel, viel kleiner vorgestellt. Das ist ein Riesending, der schaut auf Bilder und Filmen ein bisschen kleiner aus als ein echtes. Also man muss auf jeden Fall mal in echt vorbeischauen und den Hauptland, Strand, Berg und so weiter mal live sehen. Jetzt hier in der herbstlichen Stimmung was ganz anderes, aber man fühlt sich direkt zu Hause. Immer wieder krass hier zu sein, dieses heftige Bergpanorama. Bäm, Haugland, mega geil.
Ja, während die Jungs ein paar Bilder für den Shop gemacht haben, habe ich mein Stativ und meine Filter gepackt. Da war ich dann schon richtig im Fieber und habe mehrere Langzeitbelichtungen sogar gemacht. Von so einer kleinen Bucht, die auf mich zugeführt hat, hinten dran der Hauglandberg. Und ja, die Linien von dem fließenden Wasser haben wirklich alle zum Motiv gezeigt. Mega cool, das habe ich vom Auto schon gesehen und dachte mir, den schnappe ich mir, Stativ auf die Schulter, runter da, Bilder machen. Bin echt faul und ich versuche ganz viel dann auch mal aus der Hand zu machen. Da filter sogar ich dann und stelle meine Kamera auf Stativ. Und kommen geile Bilder raus, ja, schau mal her. Nice, oder? Unsere letzte Station und unser Ziel auf unserem Fototrip durch Norwegen, der Ursprungsort von Haugland, der Hauglandstrand. Es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an, wie wenn man nach Hause kommt. Wie ist es wieder hier zu sein? Mega, crazy. Jetzt mal nicht im Winter. Die Berge sind nicht weiß, sondern grün. Da zieht der Himmel auf. Die Sonne scheint. Der Wind wird weniger. Guckt euch diese Wasserfarbe mal an. Deswegen liebe ich den Haugland. Bah, was für eine geile Wasserfarbe. Karibik-Style. Da werden wir ja noch richtig braun hier am Beach. Noch den Creme daheim vergessen, ey. Mega nice, wie jetzt da hinten die Schatten und Lichtspiele über den Fels ziehen. Schaut mega cool aus. Ich habe mir das jetzt mal als Vordergrund hier rausgesucht mit dieser Stein, was ist das? Kleine Steinansammlung, sage ich mal. Wir kriegen Christoph noch zum Landschaftsfotografen. Stativ und Filter schon in der Hand und habe dann da das Knipsen angefangen. Habe auch überhaupt nicht mitbekommen, dass mir die Wellen schon irgendwie knöcheltief um die Füße spülen. Ich habe irgendwie ein Pech mit Wasser, das kommt, habe ich so festgestellt auf der Reise. Nur die Motive, die ich gerne hätte, stehen gleich unter Wasser. Wir haben dann alles noch eintüten können, was wir eintüten wollten und hatten einfach ein cooles Schlusserlebnis. Ich war schon oft mittlerweile dort gewesen, habe viele schöne Erinnerungen an diesen Ort. Über die Jahre hat er sich auch ein bisschen verändert, ist ein bisschen noch touristischer geworden. Trotzdem immer noch sehr, sehr schön, sehr rau immer noch, sehr, sehr wild. Er ist sehr, man kann sagen, zickig teilweise. Ja. Mal kommt der Wind gepeitscht, mal regnet es in Strömen runter. In der nächsten Sekunde zieht dann der Himmel auf und die Sonne scheint. Das ist für mich hundertprozentig der Hauglandstrand. Ja, cool. So das Ende, aber auch so ein bisschen eine Emotion. Also war ein schöner Moment. Ja, komplett verrückt, dass wir jetzt schon so weit in der Reise vorangeschritten sind. Das vergeht immer so schnell, wenn man auf Fotoreise ist. An den ersten paar Tagen denkt man noch, wow, wie langsam, weil man so viele Eindrücke hat, so viel macht. Und dann macht es aber batsch, batsch, batsch. Und irgendwie ist dann schon letzter Tag, vorletzter Tag. Und man weiß gar nicht, wo die Zeit so hingegangen ist. Ich bin ein bisschen geschafft auch. Ich bin ein bisschen müde. Es war anstrengend. Wir haben sehr viel gemacht. Aber ich bin da schon auch ein bisschen Tränchen drücke ich schon auch, weil es war doch eine coole Zeit und die Zeit ist eben nur rumgegangen. Diesen Trip nicht nur alleine zu machen, sondern eben auch mit anderen fand ich ziemlich cool und natürlich auch inspirierend, weil man sich gegenseitig befruchtet. Zum einen bei Motiven, ne? Man challenge sich vielleicht auch gegenseitig, dass man sich gegenseitig nochmal pusht. Ah, vielleicht machen wir es nochmal aus der Perspektive oder nochmal aus der Perspektive. Man kann voneinander lernen, zum Beispiel auch Equipment-Sachen. Der
eine hat vielleicht so einen Laptop, der andere arbeitet eher mit so einem Gerät und der zieht die Bilder so rüber, der zieht die sich auf das Handy so rüber. Man kann sich einfach austauschen und gemeinsam eine gute Zeit verbringen und das ist, finde ich, sehr, sehr wertvoll. Es macht auch Spaß, alleine loszuziehen, aber auch mit Gleichgesinnten auf ein Abenteuer zu gehen, ist eine coole Erfahrung. Rückzug, der Klassiker, ey. 5 Minuten, geiles Wetter, alles Spaß gemacht, super geile Shots und so. Und dann pisst es aber direkt wieder runter, Wind kommt von allen Seiten. Regen. Auch wenn wir keine Polarlichter fotografieren konnten, das wäre natürlich mein Traumszenario jetzt gewesen für diesen Roadtrip, das Ende am Hauglandstrand, gestartet quasi mit Polarlichtern vor ein paar Jahren und geendet jetzt auch wieder mit Polarlichtern. Aber wir hatten auf der ganzen Reise keine Polarlichter. Ja? Auch wenn die Aktivität gut war, der Himmel war komplett zugezogen und wir waren schon ganz froh, wenn es mal nicht geregnet hatte. Am Abend haben wir noch eine ganz coole Aktion gestartet. Wir haben auf Instagram gepostet, ey, wer gerade auch auf den Lofoten ist, in der Nähe vom Hauglandstrand, kommt mal in 1,5 Stunden vorbei. Wir treffen uns, wir haben ein paar T-Shirts dabei, Caps dabei. Wer kommt, kriegt die for free. Mal gucken, ob jemand hier ist, um sich die abzuholen. Schauen wir mal. Und wir haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass da tatsächlich Leute sind, aber die Welt ist so klein und ist mittlerweile so cool, wie viele Menschen man auf Instagram erreicht. Da waren tatsächlich Leute in Norwegen, jetzt zu dieser Zeit auf den Lofoten in der Nähe vom Hauglandstrand. Hier am Hauglandstrand. Alles cool. Hallo, grüß dich. Moin, moin, moin. Na? Die ganze Crew am Start. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Es waren richtig coole Dudes, beziehungsweise auch eine Dame und wir sind noch ein bisschen mit der Drohne rumgeflogen, völlig crazy Aufnahmen gemacht mit so einer FPV-Drohne, habe ich vorher auch noch nie gesehen. Jetzt befolge ich den neuesten Tipp von Ben Jaworski. Eigentlich hat sich der Akku schon ein bisschen aufgewärmt. Ja. Ja, klein ist die Welt, Fotografie verbindet, finde ich mega, mega geil. Und das möchte ich auch mit diesem gesamten Projekt, mit dieser gesamten Brand, die ich aufgebaut habe, zeigen und auch zelebrieren. Schade, dass es schon soweit ist, aber wir haben wirklich coole Sachen erlebt. Spaß gemacht. Wir sind leicht übermüdet, aber auch sehr glücklich über die ganzen vielen tollen Momente und natürlich auch Fotos, die wir festhalten konnten. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wenn es so ist, gebt mal einen Daumen nach oben, schreibt mal in die Kommentare, welcher Moment euer Lieblingsmoment war und wir sagen ciao und goodbye vom Hauglandstrand. Team Hauglandstrand! Was in Senja auf jeden Fall auffällt, sind die steilen Steine. Ich muss mich kurz konzentrieren. Wer weiß, was sich heute noch so ergibt. So Scheiße ist das! Das ist ein Kotze! So Scheiße! Menno, ey! Hey, Manu! Da kann ich Kotze gehen! Hast du was? Hast du Lohn auf Konto? Lohn ist schon da. Lohn ist da.
hatte mein Bild im Kasten, habe ich natürlich noch ein paar Bilder. Das war ein absolutes Wechselbad der Wetterphänomene. Junge, stabil. Hast du Stockfisch gegessen? Wenn die servieren in Nussfjord leckere Käse, ja. Und dann bin ich ganz kaputt von all dem Spaß. Leute, 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 Leute. Wollen wir den verlosen auf YouTube? Für alle Fetischisten? Nein, nein. Na? Aber diesen einen Moment festhalten. Error. 404. Oh. Elektrik. Ja, die Elektrik ist schon. Hey, nö. Du hast den Schlüssel.